Es folgt nun im Freien Senderkombinat Hamburg auf 93,0 MHz der dritte Teil der Intros einer monatlichen Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen, organisiert von den Gruppen A-Quadrat und Kritikmaximierung sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg. Mit den Intro-Veranstaltungen wollen diese in Hamburg Raum für die Vermittlung linker Theorie bieten. Die Vorträge zielen darauf ab, sich zum ersten Mal und ohne große Vorkenntnisse mit gesellschaftskritischen Fragen auseinanderzusetzen. In einem lockeren Rahmen wollen sie eine Kritik an Herrschaftsverhältnissen, zum Beispiel an Rassismus oder Antisemitismus, vorstellen und entwickeln. Dabei geht es ihnen nicht nur um eine Rückschau auf die Debatten der letzten Jahrzehnte. Mit dem Publikum möchten sie auch über die Aktualität und Erneuerung linker Positionen diskutieren. Im gleich zu hörenden dritten Teil dieser fünfteiligen Reihe referierte am 10. Mai die Assoziazione delle Talpe aus Bremen zur Kritik des Antisemitismus. In der Ankündigung zu dieser Veranstaltung heißt es: Mit dem Ausspruch »Die Juden sind unser Unglück« lieferte Heinrich von Treitschke 1879 die Leitparole für den modernen Antisemitismus. Dieser löste den religiös motivierten Judenhass des Mittelalters ab, indem er die damals beliebte Rassentheorie auf Jüdinnen übertrug. Das Judentum wurde zu einer Rasse konstruiert, die man für Krisen und andere negativ empfundene Aspekte der Moderne verantwortlich machte. Die Nazis unterstellten eine, die einzelnen Nationen zersetzende, jüdische Weltverschwörung. Dieser antisemitische Wahn wurde im Nationalsozialismus von der Mehrzahl der Deutschen unterstützt und gipfelte in der industriell organisierten Ermordung von 6 Millionen Menschen durch Massenerschießungen, Aushungerung in Ghettos, tödliche Zwangsarbeit und letztlich in den Gaskammern der Konzentrations- und Vernichtungslager. Der Name Auschwitz ist zum Symbol dafür geworden. Antisemitisches Denken ist auch heute noch weit verbreitet. Der Soziologe Heidmeier zeigt in seinen Studien zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, dass aktuell 20% der Deutschen dem klassischen Nazi-Antisemitismus zustimmen. Gar 55% verstehen, dass man etwas gegen Juden hat, wenn man sich die israelische Staatspolitik anschaut, und demonstrieren damit israelbezogenen bzw. neuen modernen Antisemitismus. Egal ob in klassischer Form oder verborgen, in einer Kritik an Israel, Antisemitismus ist in jeder Form zu entlarven und konsequent zu kritisieren. In dem Vortrag wollen wir uns mit euch darüber auseinandersetzen, was antisemitisches Denken und Handeln ausmacht. Dabei sollen uns einige Gedanken zur Theorie und Kritik des Antisemitismus der Gesellschaftstheoretiker Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Moshe Postone helfen, die wir euch kurz vorstellen möchten. Vorweg gibt es einen knappen historischen Überblick über die Entwicklung des Judenhass vom religiös motivierten Antijudaismus über den Rassenantisemitismus der Nationalsozialisten bis hin zu gegenwärtigen Formen des Antisemitismus. Um den Vortrag anschaulich zu machen, haben wir viel Bild- und Textmaterial zusammengetragen und sind offen für alle eure Fragen und Diskussionsbeiträge. Die Gruppe Assoziazione delle Talpe aus Bremen arbeitet seit 2005 zur Kritik des Antisemitismus, des Staates und der Nation. Soweit aus der Ankündigung der Veranstaltung. Die Reihe im Centro Soziale an der Sternstraße wird noch bis Juli an jedem zweiten Dienstag im Monat fortgesetzt. Das nächste Mal morgen am Dienstag, dem 14. Juni, dann mit einem Abend zur Religionskritik. Im Juli folgt der vorerst letzte Teil mit einem Vortrag zur Kritik des Staates. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Weitere Informationen zur Intros-Reihe finden sich im Internet unter intros.blogsport.eu. Wir wünschen nun anregendes Hören beim dritten Teil der Intros-Reihe, die Assoziazione delle Talpe aus Bremen zur Kritik des Antisemitismus. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Intro-Veranstaltung. Nach der ersten Geschlechterverhältnis und der zweiten Rassismus soll es heute eine Einführung in die Kritik des Antisemitismus geben. Ja, wir haben dazu zwei Referenten, Referentinnen aus Bremen eingeladen von der Assoziazione della Talpe. Die werden ungefähr eine Stunde sprechen und dann im Anschluss wird natürlich wie immer Raum für Fragen und Diskussion sein. So.
Aber kurz vorher natürlich noch ein kleiner Werbeblock. Und zwar gibt es noch zwei andere Intro-Veranstaltungen, wie ihr auch wisst, aber trotzdem immer wiederholt. Am 14.06. Kritik der Religion und am 12.07. Kritik des Staates. Und nächste Woche Dienstag, genau, nächste Woche Dienstag am 17.05., da gibt es auch Flyer dort drüben, findet im ESA B Burn Like Fire in Kairo statt. Da soll es um die arabische Revolution und ihre Folgen gehen, genau, um 19 Uhr. Ja, auch dort seid ihr natürlich alle herzlich willkommen und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Dann begrüße ich euch alle, bin ich gut zu verstehen? Erstmal noch als Frage, auch die hinteren, passt gut? Ja, dann danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute hier referieren können und ich fange mal an. Warum sollte man sich denn heute noch mit der Kritik des Antisemitismus befassen? Für mich gibt es unterschiedliche Gründe, dies zu tun, von denen ich hier einige anreißen möchte. Mein erster Grund ist mein Mitgefühl für das Leid meiner Nebenmenschen. Das mag komisch und auch etwas pathetisch klingen, doch das ist genau das, emotionale Berührbarkeit bezüglich des Leids anderer Menschen, woran es im Nationalsozialismus und leider nicht nur da gemangelt hat. Die Judenvernichtung ist in meinen Augen ein unversöhnliches Verbrechen am Menschsein. Bloß mit Vernunft ist die Vernichtung der Vernichtung willen nicht zu begreifen. Dennoch braucht es den Versuch zu verstehen, was Auschwitz und damit auch die mörderische Praxis des Antisemitismus im Nationalsozialismus bedeutet, um zu verhindern, dass nichts Ähnliches sich wiederhole. Und ja, da bin ich moralisch, das will ich auf keinen Fall. Der zweite Grund ist für mich Deutschland, in dem ich und wir leben. Deutschland, dessen politische und soziale Geschichte mit der Judenvernichtung untrennbar verbunden ist, ist das Land der Täter. Damit muss ich mich als Deutsche befassen, denn meines Erachtens wirkt die Aufarbeitung, Umarbeitung und Wegarbeitung der Vergangenheit im öffentlichen Leben und in den jeweiligen Familiengeschichten bis heute noch nach. Gegenwärtig ist es der Realität unangemessen, das Kommen eines Vierten Reiches in Deutschland zu beschreien. Allerdings zeigen aktuelle Studien, wie die seit 2002 laufende Langzeitstudie Deutsche Zustände, unter der Leitung des Soziologen Wilhelm Heidmeier, die relative Verbreitung antisemitischer Einstellungen hierzulande. So findet fast jede und jeder fünfte Deutsche, dass die Juden in Deutschland zu viel Einfluss hätten. Zudem ist seit der Finanzkrise 2009 ein Anstieg der Feindseligkeit gegenüber sogenannten jüdischen Bankern an der Ostküste und generell bezüglich des israelbezogenen Antisemitismus zu verzeichnen, so Heidmeier und sein Forschungsteam. Die andere bekannte Langzeitstudie zu rechtsextremen Einstellungen in der deutschen Bevölkerung, welche unter der Leitung des analytischen Sozialpsychologen Oliver Decker seit 10 Jahren durchgeführt wird, bestätigt, dass zwischen 15% und 20% der Deutschen antisemitisch denken. Dabei hat Deckers Forschungsteam herausgefunden, dass besonders die linksliberale Mittelschicht, also die gut situierten, meist akademisch ausgebildeten Deutschen, zunehmend antisemitische Haltungen zeigen und Antisemitismus nicht auf Neonazis zu beschränken ist. Die Mitte in der Krise heißt deshalb die aktuelle Auflage der Leipziger Studie. Diese Forschungsergebnisse gilt es in meinen Augen ernst zu nehmen, wie beispielsweise der kürzliche Aufruf zum Boykott israelischer Waren in Bremen durch das Bremer Friedensforum, den Arbeitskreis Süd-Nord und durch die Initiative Nordbremer Bürger gegen den Krieg gezeigt hat. Strukturell erinnert ihr Aufruf zum Boykott Israels sehr an das Kauft nicht beim Juden der Nazis. Und als dritten Grund, warum man sich heute mit Antisemitismus beschäftigen sollte, gilt es für mich zu erkennen, dass der Antisemitismus nicht nur ein deutsches Phänomen ist, sondern weltweit Konjunktur hat. Gegenwärtig zeigt er sich in unterschiedlichen Weltregionen bei unterschiedlichen Akteuren. Einige Beispiele dafür sind der US-amerikanische Ku Klux Klan, islamistischer Antisemitismus und Antisemitismus in Russland. Da wir zeitlich hier und heute auf maximal 1 Stunde Vortragsdauer begrenzt sind, sonst dauert unsere Intro mehrere Stunden oder auch Tage, können wir nur bestimmte Aspekte anreißen und skizzieren und Anregungen geben, sich weitergehend mit der Bedeutung des Antisemitismus und dessen Kritik auseinanderzusetzen.
Uns geht es in unserem Vortrag neben den konkreten historischen Ereignissen und Daten ganz wesentlich darum, die psychologische und soziologische Bedeutung des Antisemitismus und seiner Praxis zu verstehen. Dabei stellen sich unter anderem folgende Fragen, die ich in meinem Teil des Vortrags aufgreifen werde. Diese sind unter anderem: Was macht antisemitisches Denken und dessen potenziell mörderische Praxis so bedrohlich? Warum ist der Antisemitismus nichts Naturwüchsiges, das scheinbar selbstverständlich und scheinbar natürlich schon immer besteht? Und in welchem Verhältnis steht Antisemitismus zu einer regressiven Form der Kapitalismuskritik, die bei Linken und Rechten leider weit verbreitet ist? Bevor ich nach der Einleitung nun zum Hauptteil unseres Vortrages komme, möchte ich euch zur Orientierung unsere Gliederung vorstellen. Zunächst werde ich mich der Frage widmen, die unser Vortragstitel bereits stellt, was Wahn mit Antisemitismus zu tun hat und was wahnhaftes Denken so gefährlich macht. Als zweites werde ich einen groben Überblick über die jeweilige gesellschaftliche Situation der europäischen Juden und Jüdinnen im vorkapitalistischen Mittelalter, in der Zeit der Aufklärung und Industrialisierung ab dem 18. Jahrhundert und in der Zeit des Nationalsozialismus geben. Hieran werde ich die Entwicklung von religiösem Antijudaismus und Antisemitismus aufzeigen und deren qualitative Unterschiede skizzieren. Als drittes werde ich einige typische antisemitische Denkinhalte und einen wesentlichen Erklärungsansatz vorstellen. Ich werde exemplarisch anhand des Stereotyps, dass den Juden und Jüdinnen Geldgier und die Eigenschaft, alles Gute und Bodenständige zu zersetzen, als natürliche Wesensmerkmale zugeschrieben werden, daran werde ich aufzeigen, woher diese Denkform rührt. Als viertes wird sich mein Mitreferent Formen des sekundären und neuen Antisemitismus nach 1945 und exemplarisch dem Antisemitismus von links widmen und einige wichtige historische Ereignisse von Kriegsende bis heute darstellen. Als fünften und abschließenden Gliederungspunkt werde ich die Hauptaussagen unseres Vortrags zusammenfassen. Danach ist dann Zeit für eure Nachfragen und natürlich auch Zeit zur Diskussion. Ich komme jetzt zu Punkt 1. Warum haben wir den Titel Den Wahn entlarven für unseren Vortrag gewählt? Was hat Wahn mit Antisemitismus zu tun? Der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden, schreibt der Soziologe Theodor W. Adorno in seinem Buch Minima Moralia, Fragmente aus dem beschädigten Leben. Und ich füge noch hinzu, dass die Deutschen im Nationalsozialismus auf Grundlage dieses Gerüchts, das als staatlich gestütztes Wahnsystem in eine Vernichtungspraxis umgesetzt wurde, 6 Millionen Juden und Jüdinnen umgebracht haben. Was nun zeichnet ein Gerücht allgemein denn aus? Festhalten lässt sich zunächst, dass ein Gerücht eine sich schnell verbreitende Behauptung oder Meinungsbekundung ist, die sich als Wahrheit ausgibt, doch nicht den Tatsachen entspricht und in der Regel eine negative Aussage über die es betreffende Person enthält. Das Gerücht ist insofern nah am Wahn, weil sich diejenigen, die es verbreiten, nicht unbedingt für die Realität oder die Wahrheit interessieren. Den Unterschied zwischen den eigenen Vorstellungen und der Realität nicht mehr zu erkennen, beziehungsweise die eigenen Gedanken nicht mehr im Vergleich mit den sie betreffenden empirischen Phänomenen überprüfen zu können, ist ein, wenn nicht gar das, wesentliche Mal wahnhaften Denkens. Individualpsychologisch gesehen ist eine Psychose, so der Fachbegriff für den Wahn, der extremste seelische Ausdruck einer Abwendung von der Realität. Für eine Person mit Wahnvorstellungen gibt es keinen Unterschied zwischen den eigenen Gedanken und der äußeren Realität. Sie kann diesen nicht mehr feststellen und ist zum Zweifel oder zu kritischer Selbstreflexion nicht mehr fähig. Eigene Vorstellungen und oft auch das, was man an sich selber nicht wahrhaben möchte, werden auf die Außenwelt übertragen. Ein an sich ganz normaler psychischer Vorgang, der bei jedem Menschen mal mehr, mal weniger stark auftritt. Man nennt diesen seelischen Mechanismus Projektion. Problematisch allerdings wird das Projizieren dann, wenn nicht mehr unterschieden werden kann, ob das Projizierte oder sinnlich wahrgenommen bei einem anderen ein Produkt der eigenen Fantasie ist oder der Realität entspricht. Eine wahnhaft wahrnehmende oder denkende Person trifft diese Unterscheidung nicht mehr. Die Projektion wird beim Antisemiten zur pathischen Projektion. So nennen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in der Dialektik der Aufklärung
Die Unfähigkeit des Antisemiten, das eigene Denken über Juden und Jüdinnen mit gemachten Erfahrungen mit diesen abzugleichen. Also die Unfähigkeit, das eigene Denken kritisch zu hinterfragen. Dies möchte ich anhand eines vereinfachten Beispiels illustrieren. Ein verbreitetes antisemitisches Stereotyp ist, dass alle Juden von Natur aus geldgierig und wuchertreibend seien. Die Rede von den jüdischen Bankiers an der Ostküste ist ein Beispiel dafür. Begibt es sich nun aber, jetzt das Beispiel, dass eine so antisemitisch denkende Person einen jüdischen Amerikaner kennenlernt, der Vollzeit als Automechaniker arbeitet, regelmäßig Geld an Obdachlose gibt und wenn er Geld an Bekannte oder Freunde verleiht, dies tut, ohne Zinsen zu nehmen, dann macht der Antisemit damit mental in der Regel Folgendes. Entweder sieht er den Automechaniker als Ausnahme, welche die Regel bestätigt, dass die Juden doch im Allgemeinen geldgierig sind und die Spenden an die Obdachlosen dies nur überdecken sollen, oder aber der Antisemit ignoriert sein Wissen über den jüdischen Amerikaner so gut es geht, damit dadurch seine Vorurteile über die Juden nicht in Frage gestellt werden. Hieran sieht man auch, dass alles sich im Außen Ereignende tendenziell in das eigene Warnsystem eingefügt wird. Alles wird passend gemacht oder verleugnet. Im Nationalsozialismus, wo klassische antisemitische Denkformen zu finden waren, zeigt sich besonders deutlich, dass ein Warnsystem in der Regel geschlossen und für selbstkritische Reflexionen und Erfahrungen nicht mehr zugänglich ist. Der Griff nach der Weltmacht ging in den Augen der Nazideutschen von den Juden aus und diese galt es deshalb zu vernichten. Dass es aber die Nazideutschen war, die mehr Lebensraum forderten, kriegerisch nach der Weltmacht griffen und sich selbst zu den Übermenschen erklärten, diese aggressiven eigenen Strebungen konnten in der Rede von der jüdischen Weltverschwörung abgewehrt werden. Hieran lässt sich als typisches Merkmal für wahnhaftes Denken auch nachvollziehen, dass die eigenen aggressiven Regungen auf den anderen projiziert werden und bei sich selber nicht mehr wahrgenommen werden. So kann man den anderen für das hassen, was man an sich selber nicht sehen will. Die affektive Aufladung des antisemitischen Gerüchts ist daher ein anderes charakteristisches Merkmal, obgleich sie durch die scheinbar rationalen Begründungen, warum es stimmt, dass die Juden so oder so sind, oft verdeckt wird. Personen mit einem psychotischen Seelenzustand leben in einem permanenten Bedrohungs- und Verfolgungsszenario. Sie sehen das Gehasste und bei sich selbst Abgewehrte im anderen, den sie als Bedrohung wahrnehmen. Zum einen fürchten sie, dass der Hass gegen den anderen wieder auf sie zurücktreffen könnte. Und zum anderen wird alles, das ihre eigenen Auffassungen in Frage stellt und somit anders ist, als Angriff wahrgenommen. Daher muss im Zustand psychotischen Erlebens alle Differenz und alle Andersheit vernichtet werden. Also der andere als anderer selbst. Die Bereinigung der arischen Rasse im Nationalsozialismus durch die Vernichtung allen sogenannten unwerten Lebens, und dazu zählten in den Augen der Nazis behinderte Menschen, Homosexuelle, Roma und Sinti und vor allem auch Juden und Jüdinnen, zeugt von dieser Art des psychischen Funktionierens auf kollektiver Ebene. Doch man macht es sich mit den Antisemiten zu einfach, wenn man sie bloß als Wahnsinnige oder Irre abtut. Ist es nicht gerade das Unbegreifliche, dass auch viele Akademiker und Akademikerinnen in der Nazizeit und zunehmend auch heute, also dass kluge, scheinbar vernünftige Leute antisemitisch denken? Und besteht nicht die Schwierigkeit zu verstehen gerade darin, dass die irrational motivierte Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen gleichzeitig so systematisch, geordnet und rational geplant und durchgeführt wurde? Auf das wahnhafte Moment im Antisemitismus als dessen spezifische Form des Denkens möchte ich im Speziellen aufmerksam machen und betonen, dass es gleichzeitig auf die spezifischen Inhalte des antisemitischen Denkens ankommt, über die ich später noch sprechen werde. In antisemitischen Einstellungen und Handlungen das wahnhafte Moment zu erkennen, also um den charakteristischen Ausfall von kritischer Reflexion auf die eigenen Aussagen und das Nicht-Wahrnehmen und Ernstnehmen der Realität zu wissen, hilft zu verstehen, warum man einen Antisemiten mit vernünftigen Argumenten kaum von seinem Antisemitismus abbringen kann. Dennoch muss man es versuchen, um Schlimmeres zu verhindern. Dass der Wahn im Dritten Reich zur Realität geworden ist, das ist in meinen Augen das spezifisch Unheimliche und Grauenvolle an Auschwitz.
Damit meine ich, dass das irrationale Denken, dass alle Juden zur arischen Selbsterhaltung vernichtet werden müssten, mit den rationalen Mitteln der Organisation, Technik und Umsetzung der Judenvernichtung zur Wirklichkeit wurde. Der Soziologe Wolfgang Port stellt dieses Verwischen von Differenz, wodurch eine vernünftige Realität noch vom Wahnsinn unterschieden werden könnte, anhand der Bedeutung der Wirklichkeit in den nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagern eindrücklich heraus. In Ports Essaysammlung Ausverkauf von der Endlösung zu ihrer Alternative schreibt er über die Tagebucheintragung von Hannah Levi Hass, einer Überlebenden von Bergen-Belsen. Zitat Anfang. Während auch das furchtbarste Massaker einmal ein Ende hat, hat das Konzentrationslager keines. Insofern man dort nicht einfach niedergemetzelt wird, sondern dort lebt, um zu sterben, ist das Konzentrationslager die logische Vernichtung des Unterschieds von Leben und Tod. Tagebucheintragung wie diese, Zitat Hannah Levi Hass, keiner ist imstande, einem anderen zu helfen, die Leichen bleiben auf den Betten liegen, neben den Lebenden oder Halbtoten. Lebende und Tote, alles vermischt. Es gibt keine Grenzen zwischen den einen und den anderen, fast keinen Unterschied. Oder? Schließlich verwechselt man die Lebenden und die Toten. Im Grunde ist der Unterschied minimal. Wir sind Skelette, die sich noch bewegen. Sie sind Skelette, die schon unbeweglich sind. Zitat Ende, Hannah Levi Hass. Wenn Hannah Levi Hass schreibt, Support weiter, dass man im KZ die Lebenden und die Toten verwechselt, so heißt dies nicht, dass die Lebenden und die Toten sich bloß zum Verwechseln ähneln, sondern dass sie wirklich verwechselt worden sind. Im KZ war der Tod kein abrupter Einschnitt, sondern eine Angelegenheit von zeitlicher Dauer. Diese Dauer wiederum stiftet Verhältnisse, Beziehungen, Regelmäßigkeiten, die wir Ordnung, Normalität oder Alltag nennen. Das dauerhafte Sterben nimmt dieselben Formen an wie das Leben und wir stellen fest, dass das ordnungsgemäße, normale, alltägliche Sterben vom ordnungsgemäßen, normalen und alltäglichen Leben zum erschreckend wenig verschieden ist. Zitat Ende Port. Ich komme jetzt zum zweiten Teil des Vortrages, nämlich dem historischen Abriss bis 1945. Antisemitismus ist weder ein schon immer bestehendes, irgendwie natürliches Phänomen, wie es sich in der Rede vom ewigen Judenhass verbirgt, noch kam der Antisemitismus aus dem Nichts und war auf einmal da. Sondern der Antisemitismus hat eine spezifische historische Entstehungsgeschichte und die jeweiligen Phasen der Judenfeindschaft zeichnen sich durch bestimmte Qualitäten aus. Die Antisemitismusforschung unterscheidet hier grob drei Formen. Historisch zuerst die religiöse Judenfeindschaft, dann die nationalistisch-völkische und im Nationalsozialismus der eliminatorische Antisemitismus. Die religiös motivierte Judenfeindschaft, Antijudaismus genannt, trat bereits in der Antike auf und war besonders ausgeprägt im Mittelalter in Europa zu finden. Wie nun stellte sich da die gesellschaftliche Situation der Juden dar? Die Juden und Jüdinnen gehörten zu einer der größeren Minderheiten im Mittelalter in Europa. Sie waren durch erzwungene Kleiderordnung, Ghettoisierung, Nichtteilnahme an christlichen Festen und durch typische Berufe leicht auszumachen. Da den Christen im 12. Jahrhundert von der Kirche verboten wurde, mit Geld und Zinsen zu handeln und weil den Juden die Arbeit in Handwerk und Ackerbau verboten war und sie von Grundbesitz und vom Aufstieg in den Adel ausgeschlossen waren, blieb diesen historisch einzig zum Broterwerb Handel und Geldverkehr übrig. So wurden viele Juden Händler und Geldverleiher. Sie wurden gerne als Bankiers am Hof gehalten, doch sobald Geldnot ausbrach, wurden sie dafür verantwortlich gemacht und mussten auch oft mit dem Leben dafür bezahlen. Im Mittelalter war es gängige Praxis, dass in Krisenzeiten Juden als Sündenböcke behandelt wurden. Verschiedene Gerüchte über die Juden gerieten in Umlauf, beispielsweise, dass sie durch Brunnenvergiftung für die Ausbreitung der Pest verantwortlich wären und dass die Juden Ritualmorde an christlichen Kindern begehen würden. Diese Gerüchte heizten die antijüdische Stimmung weiter an, welche durch die biblische Geschichte des Judasmords unterschwellig in der mehrheitlich christlichen Bevölkerung schwelte. In regelmäßigen Abständen kam es daher zu Pogromen und Vertreibungen. Dem christlichen Hass und der
dessen praktische Umsetzung konnten die Juden nur durch Taufe entgehen, was auch viele zur Wahrung ihres Lebens taten. In der Zeit der Aufklärung und Neuzeit, etwa ab dem 18. Jahrhundert, begann sich vieles im landwirtschaftlich geprägten und feudalistisch regierten Europa zu ändern, was auch Auswirkungen auf das Leben für Juden und Jüdinnen hatte. Die Industrialisierung und Kapitalisierung setzte von England kommend in Westeuropa ein. Osteuropa allerdings blieb noch bis ins 20. Jahrhundert hinein in weiten Gegenden von Landwirtschaft und Feudalherrschaft geprägt. Durch die Französische Revolution 1789 wurde das Ende der feudalen Willkürherrschaft eingeleitet. Die Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sorgten dafür, dass die Juden in einigen Teilen Europas durch den Code Civil unter Napoleon Bürger- und Menschenrechte zuerkannt bekamen. In der Zeit der Aufklärung wollte man sich von der Kirche emanzipieren und ein Zeitalter der Vernunft sollte anbrechen, welches den Aberglauben ablegte und die Naturherrschaft über den Menschen mittels Wissenschaft und Technik brechen sollte. Gleichzeitig wurden vor allem in Westeuropa Nationalstaaten gegründet. Was ändert sich dadurch an der Lage für die Juden und Jüdinnen? Zunächst einmal muss man eine Unterscheidung von Ost- und Westeuropa treffen. In Osteuropa erhielten sich die Strukturen, wie sie im Mittelalter gewesen waren, größtenteils. Das Städtel mit seiner mehrheitlich jüdisch-orthodoxen Bevölkerung und Jiddisch als Umgangssprache sei hier als Sinnbild dafür genannt. In Westeuropa zogen die meisten Juden in die Städte, wo meist liberalere Einstellungen als auf dem Land herrschten. Sie praktizierten die jüdische Religion eher selten noch und gehörten oft dem wohlsituierten Bildungsbürgertum an. Die vorrangig von ihnen ausgeübten Berufe befanden sich im Handel, Bankwesen und im wissenschaftlichen und akademischen Bereich, was eben auch historisch bedingt war und ist. So waren unter den Textilfabrikanten, Ärzten, Juristen und Universitätsdozenten überproportional viele Juden zu finden. Zudem trugen Juden und Jüdinnen viel zum kulturellen Leben bei. Ihre ausgeprägten Assimilationsbestrebungen an die jeweilige Nationalgesellschaft zeigten sich unter anderem darin, dass für sie die Religion häufig unwichtig geworden war oder viele zum Christentum konvertiert waren und sie sich selbst primär als Deutsche oder Franzosen, denn als Juden sahen. Trotz ihrer ausgeprägten Assimilationsbestrebungen wurden sie noch als die anderen gesehen und behandelt und waren der Gewalt von Mitbürgern und Mitbürgerinnen und von Staatsseite her ausgesetzt. Exemplarisch möchte ich hier an die Ermordung von Rosa Luxemburg 1919 oder von Walter Rathenau 1922 erinnern. Und ich möchte ebenso die verbreitete Beschimpfung der goldenen 20er mit mehr sexueller Freizügigkeit, Urbanität und Frauenemanzipation als Judenrepublik anführen. Zudem blieben viele Gerüchte aus dem Mittelalter über die Juden in der Mehrheitsgesellschaft virulent. Als Reaktion auf die einerseits anhaltende und andererseits sich in ihren Inhalten wandelnde Judenfeindschaft bildete sich ab Mitte der 1880er Jahre die Bewegung des Zionismus in Europa heraus, die bei den einzelnen Anhängern religiös, kulturell oder politisch motiviert war. In der Mitte des 19. Jahrhunderts vollzog sich die Wandlung des religiös motivierten Antijudaismus in einen Judenhass, der sich rassistisch, sozialdarwinistisch und nationalistisch völkisch begründet. Den Juden und Jüdinnen wurden alle möglichen schlechten Eigenschaften als natürliche und als durch ihr Blut und durch ihre Rassezugehörigkeit als quasi genetisch festgelegte darin zugeschrieben. Beispielsweise, dass sie von Natur aus wurzellos, volkszersetzend, arbeitsscheu oder geldgierig seien. Und sie wurden mit den negativen Folgen der Moderne und des Kapitalismus identifiziert, also gleichgesetzt. Die Rede vom jüdischen sogenannten raffenden Kapital, welches das arisch-deutsche sogenannte schaffende Kapital zerstören will, zeugt von dieser antisemitischen Denktradition. Paradigmatisch für diese Sicht, dass die Juden Wurzel allen Übels seien, steht der antisemitische Historiker Heinrich von Treitschke, der 1879 den Satz »Die Juden sind unser Unglück« prägte. Dieser wurde später der Leitspruch des nationalsozialistischen Hetzblattes der Stürmer. Auf diese Überzeugung fußt auch Hitlers Mein Kampf, das 1925 erschien und den Vernichtungswunsch als zukünftigen Umgang den europäischen Juden und Jüdinnen gegenüber bereits enthielt. Als Hitler 1933 von den Deutschen die politische Staatsmacht übergeben bekam, wurde der nationalistisch-völkische
und rassistische Antisemitismus zum Staatsprogramm, welches alle öffentlichen Institutionen diesbezüglich gleichschaltete. Durch staatliche Erlasse, wie die Nürnberger Rassegesetze 1935, wurden Juden und Jüdinnen immer weiter von der Gesellschaft ausgeschlossen und als die das deutsche Volk existenziell bedrohenden anderen imaginiert, die es zu vernichten galt. Und die Deutschen stimmten dem zu oder trugen es mit. Die Qualität des Antisemitismus verändert sich im Dritten Reich. Der Antisemitismus wurde ein eliminatorischer, also auf Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen zielender. Auf der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 wurde die Endlösung der Judenfrage beschlossen, also die systematische Vernichtung von letztlich 6 Millionen Menschen durch Vergasung, durch Massenerschießung und durch Zwangsarbeit. Darin, dass die Vernichtung der Juden und Jüdinnen oberstes Staatsziel der Nazis war und nicht die eigene Selbsterhaltung, liegt etwas sich der Vernunft Entziehendes. Hier tritt das wahnhafte Moment im antisemitischen Denken und Handeln wieder sehr deutlich hervor, auf welches ich zu Anfang meines Vortrages hingewiesen habe. So war es den Deutschen wichtiger, Züge zum Transport der europaweit aufgespürten Juden und Jüdinnen in die Vernichtungslager des Ostens einzusetzen, statt die Versorgung und damit auch die Erhaltung der eigenen Wehrmachtssoldaten zu garantieren. Diese wahnhafte Logik des eliminatorischen Antisemitismus bringt der Historiker Moishe Poston in folgendem Zitat auf den Punkt. Zitat Anfang. Die Ausrottung der Juden war kein Mittel zu einem anderen Zweck. Sie wurden nicht aus militärischen Gründen ausgerottet oder um gewaltsam Land zu nehmen, wie bei den amerikanischen Indianern. Es ging auch nicht um die Auslöschung der potenziellen Widerstandskämpfer unter den Juden mit dem Ziel, den Rest als Heloten besser ausbeuten zu können. Dies war übrigens die Politik der Nazis, Polen und Russen gegenüber. Es gab auch kein anderes äußeres Ziel. Die Ausrottung der Juden musste nicht nur total sein, sondern war sich selbst Zweck. Ausrottung um der Ausrottung willen, ein Zweck, der absolute Priorität beanspruchte. Zitat Ende. Ich komme jetzt zu Punkt 3 des Vortrags. Antisemitismus lässt sich aber nicht auf eine wahnhafte Form des Denkens reduzieren, sondern mit dieser speziellen Form des Denkens gehen spezifische charakteristische Inhalte einher, also ganz bestimmte Bilder von den Juden. Die klassischen Stereotype, die man besonders gut in der nationalsozialistischen Propaganda ausmachen kann, sind folgende. Der Jude als Wucherer, Gerissener und geldgierig. Der Jude als intellektuell und arbeitsscheu, also der ehrenwerten, harten körperlichen Arbeit abgeneigt. Der Jude als lüstern und übertrieben sinnlich, der die braven deutschen Mädels sexuell verführen wolle, um Schande über sie zu bringen und das deutsche Blut zu verunreinigen. Der Jude als derjenige, der alles natürlich Gewachsene zersetze, im Besonderen das eingeborene Volk eines Landes wie das deutsche. Daran schließt sich das Stereotyp an, dass der Jude wurzellos und kosmopolit sei und dass letztlich die Weltverschwörung der über die ganze Welt vernetzten Juden drohe, dass sie also alle Macht in Politik, Wirtschaft und in den Medien an sich reißen würden. Hierfür exemplarisch steht das Bildmaterial, das den Juden als eine die Weltkugel umfassende Krake oder Spinne zeigt. An dieser Stelle nun möchte ich anhand des Stereotyps, dass die Juden für das Geld und Raffgierige stehen, kursorisch entwickeln, dass Antisemitismus auch und wesentlich als ein Ausdruck von regressiver und verkürzter Kapitalismuskritik zu verstehen ist und mit unserer gegenwärtigen Gesellschaftsform als einer bürgerlich-kapitalistischen zu tun hat. Da ich es hier und heute nicht leisten kann, die Gesellschaftsform des Kapitalismus und ihre Kritik mal ebenso zu entfalten, wie es diesem Gegenstand angemessen ist, dazu wäre eine weitere Einführungsveranstaltung über mehrere Stunden und mehrere Tage nötig, wird meine Darstellung zwangsläufig etwas verkürzt ausfallen. Diejenigen unter euch, die sich bereits eingehender mit der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie und mit kritischer Theorie auseinandergesetzt haben, bitte ich mir, das nachzusehen. Die Krux besteht meines Erachtens für mich darin, dass es sich heute um eine Einführungsveranstaltung zu einem sehr komplexen und im Grunde theoretisch sehr voraussetzungsreichen Gegenstand handelt. Daher werde ich das Verhältnis von regressivem Kapitalismusverständnis und Antisemitismus anhand ausgewählter Punkte nur anreißen können. In der historischen Skizze über die Lage der Juden in unterschiedlichen Epochen, die ich vorhin gegeben habe, hatte ich angesprochen, dass die Juden im Mittelalter
durch kirchliche und feudale Gesetzeserlasse beruflich auf den Geldverleih und Handel beschränkt waren. Wenn du Geld brauchst, geh zum Juden, hieß es. Diese geschichtliche und gesellschaftlich bedingte Tatsache trug dazu bei, dass die Juden mit dem Geld identifiziert wurden und ihnen Wucherei und Raffgier als natürliche Eigenschaften zugesprochen wurden, wenn sie beispielsweise Zinsen für das verliehene Geld nahmen, was aber eine ganz normale Sache im Geschäft des Geldverleihs ist. Als sich im Zuge zunehmender Industrialisierung und der Bildung von Nationalstaaten, etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts, die kapitalistische Wirtschaftsform durchgesetzt hatte, bedeutete das auch die Auflösung personaler Herrschaft. Das bedeutet, dass die Menschen aus der Leibeigenschaft und aus der an die Person des jeweiligen Fürst oder König gebundenen Willkürherrschaft in die Freiheit des Arbeitsmarkts entlassen wurden. Dieser Freiheit, die eigene Arbeitskraft, wie alle anderen auch verkaufen zu können, stellte sich sogleich die Unfreiheit gegenüber, nämlich die eigene Arbeitskraft verkaufen zu müssen, um zu überleben. Nun war kein feudaler Herrscher mehr persönlich verantwortlich für das Überleben seiner Untertanen oder für den Lauf der Dinge. Das Prinzip der apersonalen Herrschaft hatte sich mit dem Kapitalismus in der bürgerlichen Gesellschaft durchgesetzt. Zwar bekleiden konkrete Leute bestimmte Personen und üben bestimmte Funktionen aus, beispielsweise als Manager eines Unternehmens, der Personal entlässt, um Geld einzusparen, das in neue Produktionsmaschinen investiert werden soll, um das Unternehmen auf dem Markt konkurrenzfähig zu halten. Doch Personen in bestimmten Positionen und Funktionen, in meinem Beispiel der Manager, können oft schnell ausgetauscht oder ersetzt werden, wie jede andere Arbeitskraft auch. Dass ihre Funktion ausgeübt wird und werden muss, ist nicht an ihre Person gebunden, sondern wird von den abstrakten Gesetzen des Kapitalismus bestimmt. Diesen, dem Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft eigenen Prinzipien muss sich jeder und jede fügen, um nicht aus der Gesellschaft rauszufallen. Und das macht bisweilen sehr ohnmächtig und wütend, wenn man beispielsweise zu spüren bekommt, dass man in den Köpfen der meisten Menschen nur dann als wertvoll gilt, wenn man Lohnarbeit verrichtet. Doch zurück zur Verbindung zum Antisemitismus. Die abstrakten und irgendwie unkontrollierbar nach eigenen Gesetzen funktionierenden Seiten des Kapitalismus, also Wert und Geld, werden im antisemitischen Denken personalisiert. Das heißt, auf die Person des Juden festgeschrieben. Der Spruch "Geld regiert die Welt" wandelt sich dann schnell in die Rede vom mächtigen internationalen Judentum oder von den jüdischen Bankern an der Ostküste. Darin drückt sich sowohl verschwörungstheoretisches Denken aus, als auch die in jüngerer Vergangenheit verbreitete Verbindung von Anti-Amerikanismus und Antisemitismus. Die schlechten Seiten der Moderne werden auch gern mal den US-Amerikanern angelastet. Ebenso werden die Juden für wirtschaftliche Krisen verantwortlich gemacht und ihre oft relative finanzielle Wohlsituiertheit wurde ihnen besonders in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geneidet und übel genommen. Ein bisschen erinnert das auch an die Praxis des Mittelalters, wo Juden als Bankiers am Hofe für finanzielle Krisen des feudalen Herrschers verantwortlich gemacht wurden, ohne dass nach der Schuld des Herrschers an diesen Wirtschaftskrisen, dass danach gefragt wurde. Dazu kommt, dass im 19. Jahrhundert und teils noch bis heute die Juden vielen noch als die anderen und die Fremden im eigenen Volk gelten. So wurden und werden die Juden dann schnell zu den bösen Kapitalisten im Allgemeinen gemacht, welche die grundehrliche und anständige Arbeit zunichte machten. Im antisemitischen Denken findet oft die Gleichsetzung der Juden mit dem Geld und dem Abstrakten als solchen statt. Das nennt man Biologisierung des Kapitals. Dies zeigt sich auch in der Aufspaltung von Zirkulations- und Produktionssphäre. Genauso wie die Biologisierung des Kapitals und die Personalisierung der schlechten Seiten des Kapitalismus und der Moderne in Form des Juden ist auch diese spaltende Denkfigur ein weiteres Merkmal für strukturell antisemitisches Denken. Die Produktionssphäre und die Sphäre der Zirkulation, die auch Finanzsphäre genannt wird, hängen im Kapitalismus untrennbar zusammen. So kommt beispielsweise kein produzierender Betrieb ohne Geld oder Kredite aus. Und viele Firmen lassen ihren Marktwert in Kursen an der Börse messen. Spekulationen sind ein wesentlicher Bestandteil auch der Produktionssphäre, wenn beispielsweise mit dem zu erwartenden Gewinn aus dem zukünftigen Jahresgeschäft berechnet wird, ob man sich eine neue Maschine leisten kann oder einen Kredit dafür aufnehmen muss, um mit der Konkurrenz mithalten zu können.
Auf diese untrennbare Verknüpfung von Finanz- und Produktionssphäre weise ich mit meinem Beispiel deshalb hin, weil in den Köpfen vieler Leute hier eine Spaltung vorgenommen wird, nämlich in die sogenannte gute und böse Seite des Kapitals. Die Nazis führten dafür die Begriffe schaffendes und raffendes Kapital ein. Dem schaffenden Kapital wurde und wird dabei die konkrete, meist körperlich verrichtete, ehrliche Arbeit zugeordnet. So erscheint hier besonders das Industriekapital als natürlich in Nachfolge des traditionellen Handwerks. Bei den Nazis wurde das schaffende Kapital mit dem arischen und dem bodenständigen, also mit dem deutschen, gleichgesetzt. Im Gegensatz dazu erscheint das Finanzkapital, das von ihnen als raffendes Kapital bezeichnet wurde, als ungreifbar, parasitär und künstlich und wird mit dem jüdischen gleichgesetzt. Wenn es dann zu Krisen kommt, wie der Weltwirtschaftskrise 1929, wird der Finanzsphäre in diesem Denken dann die Schuld dafür gegeben. Die Börsianer und die Spekulanten seien das Problem und das Geld selber auch. Ähnliche Denkfiguren konnte man jüngst bei der Wirtschaftskrise 2009 beobachten, als wieder von den Heuschrecken die Rede war, die über Deutschland aus den USA kommend herfallen und alle gute deutsche Industrie zersetzen würden. Die Rede von Heuschrecken entspricht einer gängigen Dehumanisierung der Juden zu Insekten und Ungeziefer, wie es aus der NS-Propaganda bekannt ist. Wenn man Kapitalismus kritisiert, und das sollte man meines Erachtens, denn es geht im Kapitalismus nie vorrangig um die Bedürfnisbefriedigung der Menschen und des Individuums, sondern um die Produktion von Mehrwert, dann muss man Kapitalismus als Ganzen und nicht verkürzt und reaktionär die Finanzsphäre kritisieren. Leider findet sich diese strukturell antisemitische Kapitalismuskritik aber nicht nur im rechten Lager, sondern ist auch bei vielen Linken angesagt. In seinem Text Antisemitismus und Nationalsozialismus entfaltet der von mir bereits zitierte Historiker Moshe Poston, dass der eliminatorische Antisemitismus auch als eine reaktionäre Form des Antikapitalismus zu verstehen ist. Er schreibt, Zitat Ende, die Überwindung des Kapitalismus und seiner negativen Auswirkungen wurde mit der Überwindung der Juden gleichgesetzt. Zitat Ende. Hiermit möchte ich meinen Vortragsteil beenden und übergebe nun das Wort an dich. Zitat. Nach Auschwitz ist es um den bekennenden Antisemitismus still geworden. Seither ist die gewöhnliche Judenfeindschaft mit dem Holocaust kontaminiert. Zitat Ende. Denn DienerIn der Sarkophag-Zeltrisse. Nach dem Sieg über Nazi-Deutschland gab es zumeist keine Akzeptanz von offenem Antisemitismus in Deutschland. Lediglich in extrem rechten Kreisen konnte weiterhin offene Judenfeindschaft betrieben werden. Bei den Deutschen wurde der Holocaust allerdings zumeist verschwiegen. In Fragen der Schuld wurde verleugnet oder gebetsmühlenartig behauptet, man hätte ja von nichts gewusst. Man war mit dem Wiederaufbau beschäftigt, mit der Teilung Deutschlands und man wollte wieder Normalität. Das störte die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nur. Auch viele Holocaust-Überlebende schwiegen. Das hatte unterschiedliche Gründe, um seelisch zu überleben und weiterzuleben und weil ihre Geschichten niemand hören wollte. Auch im 1948 gegründeten Israel wurde nicht öffentlich über den Holocaust gesprochen. Man wollte das Land aufbauen und musste die eigene Existenz immer wieder militärisch verteidigen. Das Schweigen über den Holocaust wurde erst in den 1960er Jahren gebrochen. In Israel mit dem Prozess gegen den Nazitäter Adolf Eichmann. Dieser hatte als Leiter des Reichssicherheitshauptamtes maßgeblich die Deportation, Vertreibung und Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen organisiert. In Deutschland begann die Aufarbeitung mit der 68er-Bewegung. In einem breiten Rahmen allerdings wurde erst Ende der 1970er Jahre über die Vernichtung der Juden und Jüdinnen gesprochen. Und zwar, nachdem die US-Serie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, ausgestrahlt wurde. In diesen Debatten in Deutschland konnte sich nach 1945 etwas herausbilden, was wir als sekundären Antisemitismus bezeichnen. Diese Form des Antisemitismus zieht sich durch alle Auseinandersetzungen um den Nationalsozialismus bis heute und ist geprägt durch die Abwehr der Schuld. Der Psychoanalytiker Zwirex hat es einmal so formuliert, Zitat Anfang, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Zitat Ende. Was meint Zwirex damit? Die Juden und Jüdinnen werden wegen Auschwitz gehasst. Sie rufen immer wieder die Geschichte und damit die Schuld der Deutschen am Verbrochenen wach.
Dieser abwehrsend Antisemitismus ist geprägt von Forderungen nach einem Schlussstrich und Normalität. Israel und amerikanische Juden und Jüdinnen wird unterstellt, sie würden die Deutschen nicht in Ruhe lassen, und zwar, um an mehr Entschädigungszahlungen zu kommen. Damit wird wieder ein antisemitisches Klischee bedient, nämlich das der Raffgier. Die Frage der Schuld wird umgekehrt und stattdessen gefragt, warum haben sich die Juden und Jüdinnen eigentlich nicht gewehrt? Über diesen Link wird ihnen quasi eine Mitschuld untergeschoben und die eigene Täterschaft abgewehrt. Hätten die Juden sich gewehrt, wäre es gar nicht zur Vernichtung gekommen, so die Hetze der Antisemiten. Der Klassiker für diese Argumentation, die Juden hätten sich wie Schafe zur Schlachtbank führen lassen. Die europäischen Juden hatten aber nie eine Chance. In einigen Ländern vergingen zwischen Besatzung und Deportation nur einige Tage. Die Deutschen verbreiteten zudem beschönigende Informationen, wohin die Reise gehen sollte. Beispielsweise, dass die Juden umgesiedelt werden sollten. Und für die meisten war es unvorstellbar, dass man Menschen zur Vernichtung in Gaskammern abtransportierte. Eine weitere Strategie des Abwehrantisemitismus ist, dass damit jegliches erlebtes Leid in eins gesetzt wird und dadurch Geschichtsrelativierung und Täter-Opfer-Umkehr betrieben wird. Auch die Deutschen hätten gelitten im Krieg, sei es durch Verluste, Hunger, Bombenkrieg gegen deutsche Städte, so wird argumentiert. Natürlich haben Deutsche gelitten, aber die Frage des Leids lässt die Frage der historischen Schuld verschwimmen. Da wird dann nicht mehr die Frage gestellt, wie konnten es die Deutschen zu Auschwitz kommen lassen, oder auch die Frage nach der persönlichen Beteiligung an den Verbrechen. Das interessierte dann nicht mehr. In der extremsten Form endet die Abwehr beim Sprech der NPD vom Bombenholocaust oder mit Leugnung des Holocaust. Ich möchte nun zu einer weiteren Form des Antisemitismus kommen, nämlich dem des Linken. Linker Antisemitismus? Da sollte man denken, das gibt es ja gar nicht. Traurigerweise müssen auch wir uns unserer eigenen Geschichte stellen. Dazu einleitend ein Zitat des Publizisten Henrik M. Broder. Zitat Anfang. Was früher das Weltjudentum war, das ist heute der Zionismus und seine Zentrale, Israel. Zitat Ende. Vorweg zwei aktuelle Beispiele antisemitischer Ausfälle von links. Während der Proteste gegen einen Nazi-Aufmarsch, welcher am 26. März 2011 in Lübeck stattfand, verprügelten nicht nur Polizisten Antifas. Es kam zu einem weiteren Angriff durch einen linken Antisemiten, der ebenfalls an der Antifa-Demo teilnahm. Jener griff den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Pinneberg und seine Begleiterin an, entriss diesen ihre Israel-Fahne und prügelte damit auf beide ein. Mein nächstes Beispiel ist der jüngste Skandal der Linkspartei. Auf der Internetseite der Duisburger Linken war bis Mitte April ein antisemitisches Flugblatt verlinkt. Es zeigte unter anderem einen Davidstern, der mit einem Hakenkreuz verwoben ist. Weiter wurde der Holocaust relativiert und zum Boykott israelischer Waren aufgerufen. Eigentlich würde man die Urheberin eher bei der NPD oder den Islamistinnen vermuten, aber für den Jugendverband der Partei bestand kein Problem, dieses Pamphlet zu verlinken. Folgt man den auf dem Flugblatt angegebenen Links, so gelangt man auf islamistische Seiten, auf denen der Holocaust geleugnet und Adolf Hitlers Mein Kampf zum Download angeboten wird. Wie jedes Flugblatt, auch hier knackige Forderungen. Tretet der moralischen Erpressung durch den sogenannten Holocaust entgegen, Wahrheit macht frei. Das Verhältnis der deutschen Linken zu den Juden und später auch zu Israel ist immer ein kompliziertes gewesen. So versuchten Teile der KPD bereits in den 1920er Jahren, nationale Proletarier dort abzuholen, wo sie stehen. Und da wurde dann auch gerne einmal gegen Juden mitgehetzt. So äußerte der KPDler Hermann Remmele 1923 auf einer Versammlung völkischer Gruppen, Zitat Anfang, Sie, die Faschisten, geben nun an, das jüdische Finanzkapital zu bekämpfen. Schön, tun Sie das. Aber Sie dürfen eines nicht vergessen, das Industriekapital. Zitat Ende. Dieser Nachhilfeunterricht für Faschisten zeigt sehr schön, dass Teile der deutschen kommunistischen Partei das Problem nicht in der Judenfeindschaft sahen, sondern meinten, es würde den Kapitalismus nicht als Ganzes angreifen. Von 1945 bis 1967 etwa war das Verhältnis der deutschen Linken zu den Juden und Jüdinnen aufgrund der Eindrücke der Konzentrationslager meist eher empathisch geprägt. Auch Israel wurde in seinen ersten Jahren von den meisten deutschen Linken wohlwollend betrachtet. Dazu trug auch die sozialistische Kibbutzim-Bewegung bei. Mit dem Sechstagekrieg 1967 erfuhr das Verhältnis der deutschen Linken zu Israel einen radikalen Umschwung.
Wie war die Lage 1967 in Nahost? Ägypten, Jordanien und Syrien planten einen Angriff auf Israel. Israel reagierte jedoch mit einem Präventivschlag. Dieses war der dritte arabisch-israelische Krieg. Bis zu diesem Zeitpunkt hat kein arabisches Land Israel anerkannt und es gab auch keine Friedensverträge. Hätte Israel diesen Krieg verloren, würde der Staat so heute nicht mehr bestehen. Israel aber wurde gegründet als sicherer Hafen für jeden Juden und jede Jüdin dieser Erde. Niemand sollte jemals wieder einem Antisemitismus ausgeliefert sein, ohne die Möglichkeit eines Aufnahmelandes zu haben. Genau eben jenes Land hätte vielen Juden im Zweiten Weltkrieg ihr Leben retten können, denn die meisten anderen Länder waren zur Aufnahme jüdischer Flüchtlinge nicht bereit. Zudem ist Israel auch der staatliche Garant, der auch bewaffnet alles dafür tun wird, dass die Juden und Jüdinnen nicht um ihr Leben mehr fürchten müssen. Deshalb ist der Staat Israel direkte Konsequenz und Lehre aus dem Vernichtungskrieg der deutschen Nazis. Der Sechstagekrieg führte innerhalb der Linken in Fragen der Solidarität zu einem massiven Umschwung hin zur Unterstützung des palästinensischen Befreiungskampfes. Was waren die Gründe dafür? Israel erschien durch seinen Präventivschlag als Aggressor. Zudem war die palästinensische Nationalbewegung zu jener Zeit in Teilen eher antiimperialistisch und sozialrevolutionär geprägt. Das schaffte ein verbindendes Wir. Außerdem erschienen die Palästinenser in diesem Konflikt als die Schwächeren. Und man kann vermuten, dass für viele Linke die Solidarität allen Schwächeren oder Unterdrückten gilt, egal in welchem Kontext diese es sind und egal mit welchen Mitteln sich die Schwächeren dagegen wehren. Und das ist ein Problem. In vielen Ländern schlug sich die Rechte zunehmend zudem auf die Seite Israels, ebenso die USA. Und da mussten sich Linke anscheinend abgrenzen. All diese Gründe zusammen lösten reflexartig beim Großteil der Linken einen Sinneswandel aus und diese wandten sich zunehmend von Israel ab. Nachvollziehbar ist die Reaktion innerhalb der Linken in Teilen schon, dass die Situation im Gazastreifen und im Westjordanland für seine Bewohnerin bis heute schlecht ist, ist unbestreitbar und es sind jedem Menschen gute Lebensbedingungen zu wünschen. Doch der Konflikt wird sich wahrscheinlich erst lösen lassen, wenn es auch einen palästinensischen Staat gibt. Aber egal, wie man zur israelischen Position in diesem Konflikt stehen mag, ein jüdischer Staat muss sich für seine Existenz nicht rechtfertigen, zumindest nicht mehr als jeder andere Staat dieser Welt auch. Für viele Juden und Jüdinnen weltweit ist eine akute Bedrohung eben nicht nur Theorie. Mit der 68er-Bewegung entwickelte sich Antizionismus zu einem Teil linker Ideologie und wird Bezugspunkt für viele Linke im Westen. Der Vorwurf des Antizionismus war im Realsozialismus schon länger öffentlicher Kampfbegriff gegen Abweichler und Kosmopoliten des Zionismus. Im Westen kam der Antizionismus erst später an. Der Antizionismus übt Kritik nicht an den Juden, sondern an den Zionisten, so sagen seine Vertreterinnen. Dadurch, dass die Kritik von linker Seite kam und auf den Zionisten gemünzt war, war eine Kritik an Juden überhaupt erst wieder möglich. Klassische Argumente antizionistischer Kritik seien hier kurz vorgestellt. Israel wird permanent als Aggressor bezeichnet, als Brückenkopf des Imperialismus in Nahost. Das Existenzrecht Israels wird angezweifelt oder bestritten. Solidarisiert wird sich mit der PLO, Hamas, Hisbollah und anderen palästinensischen Gruppen. Hinzu kommt die ständige Gleichsetzung von Juden und Israel. Bei Aktionen gegen Israel wurden in der Vergangenheit des Öfteren jüdische Einrichtungen in der ganzen Welt angegriffen. Antizionistische Positionen waren oft unterfüttert mit klar antisemitischen Klischees. So war das Bonner Palästina-Komitee in den 1980er Jahren einer ominösen Existenz eines jüdischen Kapitals auf der Spur und wetterte gerne gegen US-Imperialismus und Weltzionismus. Da wären wir wieder bei dem Zitat Broders angelangt. Was früher das Weltjudentum war, das ist heute der Zionismus und seine Zentrale Israel. Zitat Ende. Im Kampf gegen Israel wählten auch deutsche Linke drastische Mittel und Töne. Am 9. November 1969, während einer Gedenkveranstaltung zu dem Novemberpogrom, gab es einen fehlgeschlagenen Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus in Berlin. Durchgeführt wurde diese Aktion nicht von Nazis, sondern von den linken Tupamaros West-Berlin. In dem Bekennerschreiben mit dem Titel Shalom und Napalm heißt es, aus den vom Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden, die das palästinensische Volk ausradieren wollen. Neben dem Anschlag übernehmen die Tupamaros auch die Verantwortung für die gleichzeitige Schändung von jüdischen Gedenkstätten.
Linker Antisemitismus zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Dazu noch ein paar Beispiele in chronologischer Reihenfolge. 1976 entführten die deutsche Guerillagruppe Bewegung 2. Juni gemeinsam mit der Volksfront zur Befreiung Palästinas ein französisches Passagierflugzeug nach Entebbe in Uganda. Ein Mitglied der deutschen Guerilla selektiert jüdische und nichtjüdische Passagiere. Während des ersten Libanonkriegs 1982 gab es massive Ausfälle der Linken. Der israelischen Armee wurde Völkermord an den Palästinensern unterstellt. Die Taz schrieb, die Palästinenser seien die neuen Juden, Israelis gleich Nazis und kreierten den Begriff des umgekehrten Holocaust. Weiter unterstellte die linke Tageszeitung Israel die Endlösung in der Palästinenserfrage. Schweizer Sozialdemokraten bezeichneten Beirut als Konzentrationslager, setzten Sharon mit Eichmann gleich, redeten vom internationalen Judentum und zionistischem Imperialismus. Schlussendlich fordert der Schweizer Grüne Kalender ganz offen, kauft nicht beim Juden. 2003, der Tanz ums goldene Kalb bei den Protesten gegen das Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Dort tanzen Aktivistinnen um ein selbstgebasteltes goldenes Kalb. Dabei trugen sie Masken von Repräsentanten des Kapitalismus, unter anderem eine des damaligen US-Verteidigungsministers. Besonders pikant, zu der Maske kam ein gelber Sheriffstern. Aus der Entfernung erinnerte jener Stern aber eher an den Judenstern. Der Tanz, ein Bild aus der Bibel, wo die Juden um das goldene Kalb tanzten, welches als Götze angebetet wurde. Der Tanz, ein Sinnbild für die Anbetung von Reichtum. 2006 beschimpften Teilnehmerinnen einer Demonstration gegen den Zweiten Libanonkrieg in Bremen Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Mindestens ein jüdischer Jugendlicher wurde aufgrund einer Kette mit einem Davidstern körperlich angegangen. Für deutsche Linke, die an der Demo teilnahmen, schien dies kein größeres Problem zu sein. Wie eben schon ausgeführt, war es erst mit und von der 68er-Bewegung möglich, die Juden und Israel zu kritisieren. Die Linken konnten Kritik überhaupt öffentlich üben, weil sie sich nicht mit dem Makel des Nationalsozialismus befleckt sahen und nicht der Täterin-Generation entstammten. Dass sie damit ihren Eltern und deren Erinnerungs- und Schuldabwehr entgegenkamen, entging ihnen allerdings. Im Grunde waren es die Linken, die mit dem Tabu des Antisemitismus gebrochen haben. Ich will hier nicht die gesamte Linke als antisemitisch bezeichnen. Das war sie nie als Ganzes und ist es auch heute nicht. Trotzdem können Linke antisemitisch agieren und das, obwohl sie in ihrer Ideologie erst einmal gegen Antisemitismus sind, beziehungsweise sich selbst nie als Judenhasserin sehen würden. Oft wird eher unbewusst auf antisemitische Bilder und Aussagen zurückgegriffen. Stereotype, welche immer wieder auch in linken Zusammenhängen auftauchen, sind zum Beispiel das Bild des dicken Kapitalisten oder das des krakenhaften Kapitals, welches die Welt umschlingt. Eben jene Bilder fand man im nationalsozialistischen Stürmer. Hinzu kommen immer wieder Schwachpunkte in der linken Theorie. Verkürzte Analysen bieten immer wieder offene Flanken zum Antisemitismus. In den 90er Jahren begann in der Linken eine bis heute andauernde Debatte um das Verhältnis zu Israel. Auch der eigene und weltweite Antisemitismus kommt auf den Prüfstand. Ebenso die Frage, wie wir zur Nation stehen und zu den nationalen Befreiungsbewegungen. In größerem Maße war die Debatte entbrannt an der deutschen Wiedervereinigung und an der Frage um Waffenlieferungen an Israel während des Zweiten Golfkriegs 1991. Der Irak griff Israel mit Raketen an. Israel war wirklich in Angst, weil bekannt war, dass der Irak über chemische Waffen verfügte. Die Friedensbewegung schaffte es nicht, aus der Kein-Blut-für-Öl-Argumentation herauszukommen und begriff die bedrohliche Situation für Israel überhaupt nicht. Prägend auch die Debatte um das Goldhagen-Buch Hitlers willige Vollstrecker. Die Hauptthese »No Germans, no Holocaust« führte zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Nazi-Deutschland als Nation der Täterin. Aus diesen Debatten entstand das, was sich heute antinationale und antideutsche Linke nennt. Eben jene Linken forcierten immer wieder die Auseinandersetzungen, nicht immer sehr nett, aber leider oft nötig. Mittlerweile ist ein Großteil der Linken gegenüber Antisemitismus sensibler geworden und subsumiert ihn nicht einfach mehr nur unter Rassismus. Warum Antisemitismus keine Unterform des Rassismus ist, wie von vielen Linken behauptet wird, darauf können wir, wenn Bedarf besteht, noch später in der Diskussion eingehen. Etwa seit dem neuen Jahrtausend
kam das Phänomen des neuen Antisemitismus auf. Hier hat nun Israel das Bild des Juden ersetzt. Israel mutiert quasi selbst zum Gesamtjuden. Hierzu ein Zitat des Antisemitismusforschers Robert S. Wistrich. Zitat Anfang. Ob die Angriffe von der extremen Linken oder der extremen Rechten, ob sie von Liberalen oder Fundamentalisten kommen, der Fokus ist jetzt vor allem der kollektive Jude, verkörpert im Staat Israel. Zitat Ende. Mit der UN-Antirassismus-Konferenz 2001 in Durban, dem 11. September und der zweiten Intifada 2002 schaffte es der Israel-Hass bis weit ins bürgerliche Lager hinein. Dass Zionismus Rassismus sei und die Mauer ein Symbol der Apartheid, behaupten nun nicht mehr nur Linke und Islamistinnen. Positionen wie diese findet man mittlerweile in der FR und der Süddeutschen Zeitung. In Bezug auf Israel sind extreme Positionen nicht mehr wirklich verpönt und man muss schon genau hinsehen, um die Herkunft bestimmter Texte oder Flugblätter zu erkennen. Eine Forderung wie gegen Israels Vernichtungskrieg ist nicht per se eindeutig zuzuordnen. Sie könnte von Linken stammen, aber auch von Islamistinnen oder gar deutschen Nazis. Zentral in dieser Debatte ist immer der Nahostkonflikt einerseits, andererseits die Frage nach legitimer Kritik an der Politik Israels. Viele Israel-Kritikerinnen behaupten, ihre Argumente würden stets als Antisemitismus diffamiert. Aber was ist nun an dieser Behauptung dran? Kann Israel-Kritik antisemitisch sein? Ist dies zwangsläufig? Mit dieser Frage befasst sich die Antifa-Zeitung Enough is Enough und sei hier kurz zitiert. Zitat Anfang. Wer Juden bzw. den Staat Israel mit einem anderen Maßstab als Nichtjuden bzw. andere Staaten, wer das Existenzrecht des Staates Israels in Frage stellt oder gar negiert, wer Zionismus mit Rassismus gleichsetzt, wer Vergleiche zieht zwischen dem Völkermord an den Juden und dem Vorgehen des israelischen Militärs, der übt keine Kritik aus, sondern ist antisemitisch. Auch dann, wenn er sich als Antizionist deklariert. Was auffällt, ist, dass mancher Antizionist sich nicht scheut, in die Mottenkiste alter antisemitischer Stereotype zu greifen. Zitat Ende. Für uns ist eine Kritik an der israelischen Regierung nicht unbedingt antisemitisch. Oft wird sie aber als Ventil für Antisemitinnen genutzt, um ihre Vorbehalte gegen Juden zu äußern. Die Frage ist doch, wer wird kritisiert? Die Regierung, die Israelis, Israel oder Juden in aller Welt stellvertretend für Israel? Wenn ich deutsche Juden für die Taten des israelischen Militärs verantwortlich mache, hat das mit fundierter Kritik nichts zu tun. Eine Kritik an Israel ist ebenso nicht zulässig, wenn Israelis oder den Juden genetische oder biologische Attribute zugeschrieben werden oder Verschwörungstheorien ins Spiel kommen. In der Antisemitismusforschung gibt es die 4D, um herauszufinden, ob eine Kritik antisemitisch ist. Doppelstandard, Delegitimierung, Derealisierung und Dehumanisierung. Ist einer dieser Punkte gegeben, kann von antisemitischer Kritik ausgegangen werden. Dann habt ihr es jetzt fast geschafft. Ich liefere noch eine Zusammenfassung und dann können wir vielleicht erstmal die Fenster öffnen und ein bisschen Luft reinlassen. Also Punkt 5, unsere Zusammenfassung des Vortrags. Antisemitismus versteht man nur, wenn man sowohl die spezifische Form des Denkens als auch dessen spezifische Inhalte erkennt. Mit der Form des Denkens meine ich die wahnhaften Züge antisemitischen Denkens, die ihm nicht allein eigen sind, in denen es aber besonders ausgeprägt ist. Charakteristisch sind sein Ausfall von selbstkritischer Reflexion auf die eigenen und gesellschaftlichen Bilder vom Juden und von gemachten Erfahrungen mit ihnen. Das heißt, es fehlt der prüfende Abgleich mit der Realität. Antisemiten projizieren alle möglichen schlechten Eigenschaften von sich selber, der Moderne und des Kapitalismus auf Juden und hassen sie dafür. So werden die Juden als die anderen imaginiert, welche das eigene bedrohen. Ihnen wird dann oft in biologisierender Art das Schlechte als Wesensmerkmal zugeschrieben. Im Extremfall, dem Nationalsozialismus, führte das dazu, dass 6 Millionen Juden und Jüdinnen mit Gas durch Erschießen und Arbeit vernichtet wurden. Rationalisiert wurde die Vernichtung der Vernichtung wegen im Dritten Reich und wird auch antisemitisches Denken heute durch bestimmte Inhalte, also mittels spezifischer Stereotype und Gerüchte, beispielsweise, dass die Juden von Natur aus geldgierig, machthungrig,
feindselig und arbeitsscheu sein. Ein Erklärungsansatz für Antisemitismus ist, ihn als reaktionäre Form von Antikapitalismus zu verstehen. Aber es gibt auch andere Erklärungsansätze. Wo die Juden mit dem Geld und dem Abstrakten als solchen gleichgesetzt werden. Zudem ist Antisemitismus nicht nur ein deutsches, sondern ein globales Phänomen, das sich schlimmstenfalls in Vernichtungswünschen und Handlungen gegen die Juden bzw. die Israelis ausdrückt. Verkürzte Gesellschaftsanalysen und reaktionäre Kapitalismuskritik sind bei Rechten, in der Mitte der Gesellschaft und leider auch bei vielen Linken zu finden. Das sich darin ausdrückende, strukturell antisemitische Denken gilt es in unseren Augen konsequent zu kritisieren und bei sich selbst immer wieder zu überprüfen, ob das eigentlich stimmt, was man sich da so über die gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus denkt. Damit beende ich unseren Vortrag und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Im Freien Senderkombinat Hamburg auf 93,0 MHz hören wir gerade den dritten Teil der Intros einer monatlichen Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen, organisiert von den Gruppen A-Quadrat und Kritikmaximierung sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg, in denen die Assoziation der Dalit Halpe am 10. Mai zur Kritik des Antisemitismus referierte. Im Anschluss an den Vortrag folgte eine Diskussion. Leider sind nicht alle Nachfragen aus dem Publikum in der Aufnahme enthalten. Ja, vielen Dank an euch erstmal. Auch wenn wir jetzt nicht mehrere Tage Zeit haben, denke ich, haben wir einen interessanten Vortrag gehört. Jetzt stehen gerade schon ganz viele auf. Ich weiß nicht, wie das mit der Luft bei euch ist, ob wir direkt in die Fragen übergehen oder vielleicht machen wir erstmal die Fenster einmal auf. Wir würden gleich gerne das unterteilen, und zwar, dass wir im ersten Teil vielleicht erstmal direkte Nachfragen in Verständnisfragen stellt und dass wir dann im zweiten Teil in die Diskussion gehen. Also, dass erstmal jetzt Raum ist für Verständnisfragen, Nachfragen an die Referenten. Sonst würde ich jetzt erstmal die Frage stellen, die du auch schon vorgeschlagen hast, warum Antisemitismus keine Unterform sozusagen von Rassismus ist, wenn ihr da kurz drauf eingehen wollt. Also wenn man sich anguckt, wie Rassismus funktioniert, da gab es ja auch schon eine Einführungsveranstaltung dazu hier, dann ist es so, dass mit rassistischen Vorstellungen von anderen Leuten immer verbunden ist, dass diese primär und hauptsächlich abgewertet werden. Also dass sowas gesagt wird wie, die sind irgendwie dreckig oder die sind irgendwie aufgrund ihrer Rasse scheiße und schlecht drauf. Das mal ganz blöd zu formulieren. Antisemitismus hingegen ist eine viel umfassendere Welterklärung. Also im Antisemitismus ist es so, dass es zum einen entwertende Stereotype gibt, ja, die Juden sind arbeitsscheu und die sind irgendwie volkszersetzend und aber dann gibt es auch Stereotype, die Juden im Prinzip aufwerten, also wo sich eine Angst der antisemitisch denkenden Person ausdrückt, nämlich dass die besonders klug wären, dass sie eine Weltverschwörung geplant haben und dass sie über die Presse, die Medien, das Kapital eigentlich alles in der Hand halten. Sowas findet man im Rassismus nicht. Also da wird denjenigen, die mit rassistischen Stereotypen belegt werden, nicht so viel Macht zugesprochen. Und man kann, ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass einzig mit rassistischen Stereotypen irgendeine Art von Kapitalismuskritik geübt wird. Also dass gesagt wird, diejenigen hätten eben so viel Macht und haben die Finanzsphäre in der Hand. Oder es ist ja wirklich eine ganze Welterklärung und vielleicht auch irgendwie eine ganze Art von Gesellschaftserklärung, die mit Antisemitismus zusammenhängt. Das vielleicht im Kurzen. Die Frage war jetzt, ob wir diese 4Ds, die in der Antisemitismusforschung ganz geläufig und anerkannt sind, nochmal kurz beschreiben können, ja, was die bedeuten. Also sprich, das war zum einen Derealisierung, das heißt, dass man sich nicht mit dem, was historisch konkret an
bestimmten Ereignissen passiert ist und mit dem ganzen Kontext auseinandersetzt. Also was passiert da eigentlich ganz genau auf allen Seiten in Nahost? Also auf israelischer Seite, auf palästinensischer Seite, von syrischer Seite, je nachdem, wie die Konfliktkonstellation ist. Und dass man, das war mir so wichtig, deshalb das wahnhafte Denken mit reinzubringen, dass kein Abgleich mit der Realität und den objektiven Gegebenheiten mehr stattfindet. Also das ist Punkt 1, der Derealisation. Punkt 2 ist Dehumanisierung, also solche Stereotype wie die Juden wären irgendwie Ungeziefer oder Heuschrecken oder Insekten. Also gerade bei den Heuschrecken findet man oft so eine Vermischung von antiamerikanischen und antisemitischen Stereotypen. Also dass quasi die Juden sie entwertet werden und auf so eine animalische Ebene reduziert werden. Das ist Punkt 2. Da gibt es unterschiedliche Ausdrücke dafür, wie sowas passieren kann. Punkt 3 wäre die Delegitimierung, also dass beispielsweise der israelischen Regierung abgesprochen wird, dass wenn Raketen auf ihr eigenes Staatsterritorium fliegen, dass sie sich dagegen verteidigen dürften. Oder dass es nicht legitim gewesen wäre, den israelischen Staat zu gründen. Da kann man drüber diskutieren, wie das zustande gekommen ist 1948. Aber damit kommt dann auch der vierte Punkt, nämlich der Doppelstandard rein, dass man ähnliche Fragen oft an Israel gestellt findet, aber an kein anderes Land. Also wie wäre das beispielsweise, wenn die Schweiz Raketen auf deutsches Staatsterritorium feuern würde? Dann wäre ein Problem, also ganz definitiv. So, da würden die Deutschen nicht sagen, naja. Also das ist quasi ein Angriff auf die Staatsintegrität. Und das sind diese vier Standards. Also das findet man irgendwie sowohl am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin als an allen möglichen anderen Zentren, wo das beforscht wird. Das sind so quasi Kriterien dafür, wo man gucken kann, geht das oder geht das eher nicht. Du hörst mich schon stöhnen. Das Buch der neue Antisemitismus. Ja. Also es ist im Surkamp Verlag erschienen von Alex Demirovic, Nathan Snyder und weiß ich nicht. Du kannst auch mal googeln, es gibt eine ganz spannende Studie an der FU in Berlin, und zwar am Institut für Sprachwissenschaft von einer Frau, Professor Fresel, die wird mit Freysel geschrieben, die sich nämlich die Briefe und E-Mails, die in den letzten 10 Jahren an den Zentralrat der Juden und an die israelische Botschaft in Berlin gegangen sind, die haben diese zehntausenden E-Mails und Briefe untersucht und haben sich da mit unterschiedlichen sprachlichen Ausdrücken von Antisemitismus befasst und haben da auch festgestellt, dass es vor allem aus einer wohlsituierten, sozialliberalen, linksliberalen Schicht zu verzeichnen ist, dass sich da auf, so hat sie das genannt neulich in einem Vortrag, auf hohem sprachlichen Niveau Antisemitismus ausdrückt. Das wäre vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, um das mal so nachzuvollziehen anhand bestimmter Textpassagen. Wir können das auch später auf den Blog einfach stellen, noch ein paar Links zum Weiterlesen, falls das jetzt so zu schnell war oder so. Würde ich vorschlagen. Also ihr seid jetzt vielleicht auch ein bisschen erschlagen. Ich gebe zu, das war ganz schön viel und dicht. Wir haben probiert, das recht einfach zu gestalten sprachlich und hoffen, dass da einiges eben anregend war für euch, dass ihr vielleicht nochmal weiterlest oder euch Bestimmtes durch den Kopf gehen lässt. Kannst du nochmal auf den strukturellen Antisemitismus eingehen? Das gab es für die Zeit danach, aber wenn man so in einem Nebensatz... Also strukturell bedeutet ja, dass sich quasi eine bestimmte Struktur, also eine bestimmte Form und auch bestimmte Inhalte zu denken in Aussagen, Handlungen wiederfinden. Also genau das bedeutet strukturell antisemitisch. Wenn jemand zu mir sagt,
Ja, die bösen Spekulanten und die scheiß Börsianer, deswegen gab es jetzt den Banken- oder Börsencrash 2009 und deswegen gab es diese Wirtschaftskrise, dann ist das insofern strukturell antisemitisch, weil da auf einzelne Personen, also Personengruppen, denen wird quasi die Verantwortung dafür übertragen und dann ist man schnell bei sowas wie die Finanzsphäre müsste weg, das Geld müsste weg, dann wäre das Problem gelöst und man findet dann bei den Leuten auch schnell Stereotype, die dann eben in die Richtung von den jüdischen Bankern an der Ostküste oder die amerikanischen Börsianer und Heuschrecken hingehen in diese Richtung. Und das ist eine bestimmte Art, sich eben die Welt zu denken und sich vor allem Kapitalismus zu denken und den auch zu kritisieren, was ich probiert habe, anhand dieser bestimmten Punkte anzureißen. Also wirklich nur anzureißen, weil man müsste sich tatsächlich erstmal irgendwie Marx zuführen, ein bisschen ausführlicher. Aber das kannst du ja noch machen. Da ist vielleicht auch ganz gut geeignet, wer da so einen Einstieg finden will. Es gibt ja im Schmetterlingsverlag das Buch Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie von Michael Heinrich. Das ist relativ gut zugänglich. Da muss man jetzt nicht die drei Kapitalbände lesen und die nochmal lesen und nochmal lesen, um das zu verstehen, sondern da sind bestimmte Punkte schon ganz gut rausgearbeitet. Und es gibt da wohl auch ein Kapitel, wenn ich mich richtig erinnere, das sich eben mit diesem strukturell antisemitischen Denken, was eine verkürzte Kapitalismuskritik betrifft, beschäftigt. Also ich glaube, das liegt sogar auf dem Büchertisch, um nochmal Werbung zu machen. Ein Exemplar ist noch da. Es gibt noch ein. Ich wollte noch mal auf die besondere Form des antisemitischen Denkens eingehen, die du im ersten Beitrag gemacht hast. Und diese zentrale Moment dieser Projektion, der in der Psychoanalyse ja auch immer mit diesem Unbewussten verbunden ist, was mich immer persönlich vor so ein Dilemma stellt, weil dieses Unbewusste sagt ja, der Mensch, der Antisemit, kann nicht selber darüber nachdenken, über seine Projektion, wenn er Wünsche und Ängste jetzt auf verschiedenen Methoden projiziert. Und du hast dann auch gesagt, man sollte trotzdem immer gegen argumentieren, irgendwie, um Schlimmeres zu verhindern. Aber also, das bringt ja überhaupt nichts. So, wenn es ja unbewusst ist, man kann nicht viel machen. Und wenn man von einem kollektiven Unbewusstsein ausgeht, dass so eine ganze Gesellschaft irgendwie sich dessen nicht bewusst ist, dass sehe ich ein großes Problem jetzt irgendwie für so eine linke Gegenstrategie. Also das ist es definitiv, deswegen habe ich auch meinen Vortragsteil damit begonnen, weil die einzige Chance, die du hast, ist entweder Irritationen zu schaffen oder das klappt eben nicht, weil das tatsächlich bei Leuten, die eine emotional so aufgeladene Meinung vertreten, dass es schwer ist, bei denen mit vernünftigen Argumenten für Zweifel an dieser Meinung zu sorgen. Also das gibt es auch in anderen Denkmodellen, ja, also handfeste Sexisten sind da auch irgendwie schwer von abzubringen. Und es gibt ja, also ich meine, wenn man sich historisch das ansieht, die Deutschen waren davon auch nicht abzubringen, da musste man eben mit vernunftgeleiteter Hand, dass das so nicht geht, von außen reinkommen, nämlich dass die Alliierten gesagt haben, also das geht nicht, da müssen wir jetzt militärisch intervenieren, weil ihr das nicht schnallt, was ihr da für Scheiße fabriziert. Also viel mehr Möglichkeiten hat man da leider nicht, da muss ich dich auch enttäuschen. Das hat man auch, es ist auch recht schwierig, mit psychotischen Patienten zu arbeiten. Auch das ist schwierig, also deswegen habe ich auch so ein bisschen die Parallele gebracht, ohne jetzt eben Antisemiten da einfach als Irre oder Wahnsinnige abtun zu wollen, denn das ist ja tatsächlich das Schlimme, dass das oftmals gebildete und kluge Leute sind, die sich ausdrücken können und jetzt irgendwie nicht die letzten Brühwürfel von der Neonazi-Front und dass man bei denen eben beides hat. Also die können sowohl vernünftig, rational denken, aber sind dann auch sehr unvernünftig. Ich wollte mal nachfragen nach dem, der Herr hat vorhin gesagt,
dass Israel der EU unter den Staaten ist. Ob ihr das vielleicht noch ein bisschen ausführen könnt, wie das so, diese Entwicklung dahin gekommen ist? Also wie es da jetzt genau zugekommen ist, weiß ich nicht. Also das offenbart sich ja eigentlich schon so ein bisschen so mit der 68er-Bewegung, was da aufkam. Und also ich glaube, dass einfach mit dem 11. September und der zweiten Intifada, dass da die ganzen Punkte auch zusammenkamen. Vielleicht kann man es auch noch ein bisschen deutlicher machen, dass ja die Juden historisch immer als die anderen gesehen wurden. Und als so eine, naja, als so eine Art, eben sich Israel zu denken, dann auch Israel als der andere Staat. Also wo dann gar nicht gesehen wird, also da gibt es sowas wie Meinungsfreiheit, wie in Deutschland auch, oder es ist auch ein demokratischer Staat, sondern dass dann schnell auch solche, war neulich auf einer Veranstaltung, wo dann Leute ganz ernsthaft, irgendwie eine Lehrerin, gesagt hat, ja, aber die Israelis, die sind alle so kriegstreibend und feindselig. Und also Frieden mögen die gar nicht. Ja, also um mal denen das ganz andere, was man nicht haben will, zuzuschreiben. Also so würde ich das erklären. Vielleicht zu dem Punkt nochmal mit dem strukturellen Antisemitismus und dem Marx-Lesen. Ich glaube, man kann es auch mal ein bisschen runtergebrochen versuchen. Ich versuche es einfach mal. Ich glaube, das ist noch in dem Sinne. Das wird sich zeigen. Du hast ein Beispiel genannt, das Erklären der Finanzkrise durch irgendwelche, die Börsianer, die nicht genug bekommen und so weiter. Und da steckt ja eben eine Erklärung drin, wie eine Krise gekommen ist. So, wenn man sich uns anguckt, was passiert beim Börsenhandel, dann hat man natürlich im unmittelbaren Verhältnis derjenigen, die da handeln, das Ding, dass manche gut spekulieren, manche war immer im Wechsel. Also die einen irgendwie verkaufen zu früh, deswegen kaufen die anderen günstig und können hinterher teurer verkaufen und so weiter. Das ist ein wechselhaftes Spiel, wo immer jemand gewinnt und jemand verliert. So, das hat aber nichts mit dem Kapitalismus als Ganzen zu tun. Und vor allen Dingen kann ja dieses Verhältnis zwischen Einzelnen, was ja tatsächlich Einzelne machen können, ja nicht dazu führen, dass auf einmal alle in der Krise sind, was ja gerade der zu erklärende Zustand ist. Das kann nicht einfach nur der eine gewinnt mal, der andere verliert sein. Das heißt, wenn man mit solchen Einzelhandlungen einen gesamtgesellschaftlichen Zustand erklären will, gerät man immer in einen Zirkel und es passiert nichts. Man erklärt immer nur, wie Einzelne reicher geworden sind und andere Firmen pleite gegangen sind. Das heißt, man muss, wenn man diese Erklärung für gültig hält, eine Macht annehmen, die irgendwo steckt, die dafür sorgen kann, dass das allen passiert und dann zu einem irgendwie geheimen Bunker dieses Geldes ja, dafür sorgen kann. Das ist also wenn man das sagt, das ist passiert, dann macht man einen abstrakten Vorgang, also die Geldentwertung in der Krise, durch persönliches Handeln erklärt. Und das ist eine Struktur eines Denkens, die eben genau dem Antisemitismus entspricht, wo das Wahnhafte drin steckt. Also das kann niemand tun. Das ist eine Erklärung, wie das in der Struktur des Denkens. So kann das jemand, der Zahler oder der Busse da, wo so Milliarden an die ganze Weltbank sprengt, der kann sowas tun, ne? Also ich weiß nicht. Was meinst du denn, also das Problem ist ja, da kann vielleicht einer was tun, aber Kapitalismus als solcher wird dadurch ja nicht ausgehebelt. Also es gibt natürlich Entscheidungsspielräume, ob man beispielsweise im Betrieb einen bestimmten Spielraum lässt, dass irgendwie die Mitarbeiter jetzt doch mal 10 Minuten Pause machen dürfen statt 5 Minuten und dadurch nicht kostbare Arbeitszeit verloren geht. Aber Kapitalismus als solcher, der das Prinzip innehat, dass es darum geht, Profit zu erzielen, Mehrwert zu erzielen, also mehr Geld zu machen und nicht darum geht, dass durch eine kapitalistische Massenproduktion für alle Leute genügend Essen, genügend Sachen, die die so haben wollen, mit denen sie ihr Leben versüßen können, und das wäre ja möglich von den Produktionsmöglichkeiten, die da sind. Das wird im Kapitalismus genau nicht gemacht und da nützt es nichts, wenn einer sagt, ja, ich bin da so ein bisschen relaxter, ja. Der wird es nur so lange sein können, wie er entweder Geld hat oder b, sich seinen Betrieb in der Konkurrenz hält.
Und wenn das schwierig wird, dann muss der sich auch dem Gesetz fügen, dass er nämlich zusieht, dass er konkurrenzfähig bleibt. Und insofern ist das tatsächlich zu kurz gegriffen. Es ist zu kurz gegriffen, dann einen rauszugreifen und zu sagen, ja, der könnte doch aber mit seinem vielen Geld. Das macht das System Kapitalismus nicht anders. Entschuldigung, der verdient so viel wie das ganze Bruttosozialprodukt von 80.000, ja, im Jahr. Und irgendwie verstehe ich nicht ganz, warum das so entpersonalisiert wird. Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass das dann... Austauschbar. Hallo? Ja, austauschbar von mir aus, aber... Ja, aber jeder wäre doch gerne der. Also jeder strebt doch so dahin, dass er möglichst am meisten... Das liegt ja nicht an ihm, sondern an der Struktur, an dem... Ich denke, eigentlich hast du die Antwort ja auch ganz gut gegeben gerade, weil Afrika ist ja auch gar nicht so ein Global Player, der ist an einem Kraft. Ja, damit sind wir direkt auch in der Diskussion angelangt. Also gerne auch weiterhin Verständnisfragen, aber jetzt auch Diskussionsbeiträge. Und du mal. Kannst du relativ laut sprechen? Das ist nach, wenn man sich beispielsweise die jetzige Finanzkrise anschaut und versucht zu verstehen, was da ja, abgegangen ist, da wird man ja schon sehen, dass irgendwelche Personen irgendwelche Entscheidungen getroffen haben. Deswegen ja dann beispielsweise auch die Deutsche Bank, wegen nicht guter deutscher Kapitalismus oder so, wird ich glaube in den USA auf jeden Fall deswegen vor Gericht stehen. Mir kam vorhin der Gedanke, wie man strukturellen Antisemitismus beispielsweise von solchen Versuchen, das nachzuvollziehen, was beispielsweise in der Finanzkrise abgegangen ist, wie man das abgrenzen kann. Und da die Frage, glaubt ihr, dass man da dieselben Ideen anwenden kann? Also ich wollte dir das nicht abstrakt beantworten, sondern ich denke, das muss man ganz konkret am Fall behandeln. Da kann ich dir jetzt kein Rezept geben. Also wenn du dazu was nachlesen willst, was Hand und Fuß hat, nämlich auch zur Finanzkrise 2009, dann empfehle ich dir Michael Heinrich. Der hat dazu relativ viel gemacht. Und ich finde es auch recht schlüssig, wie er das auseinandernimmt. Ja, mir geht es jetzt auch nicht um die Finanzkrise, sondern um generell auch mal diese 4Ds, auch auf die Frage anwenden kann, ob jemand strukturell antisemitisch argumentiert. Also wenn du beispielsweise, das ist jetzt so das Erste, was mir einfällt, dir anguckst, Marx macht ja eine ganz wesentliche Unterscheidung in seiner Kritik der politischen Ökonomie. Er sagt nämlich, es gibt sowas wie die Erscheinung und es gibt ein Wesen. Und wenn Leute quasi die Erscheinung, dass einzelne konkrete Börsianer fehlspekuliert haben, als das Wesentliche sehen und nicht erkennen, dass es in einem Zusammenspiel von Produktions- und Zirkulationssphäre dazu notwendig immer wieder kommen wird, und auch gekommen ist. Es gibt ja unterschiedliche Finanzkrisen, das ist nicht die erste und das wird nicht die letzte sein. Dann wird sich da auch eine Form von Derealisation zeigen, in dem nämlich nicht unterschieden werden kann zwischen Erscheinung und Wesen des Systems Kapitalismus. Weiter würde ich mich da gerade nicht aus dem Fenster nehmen. Weitere Fragen? Ich frage, ich weiß nicht, hier den Begriff, der kam mir vorhin in den Sinn, des latenten Antisemitismus, aber kurz erläutert. Im Gegensatz zum strukturellen. Ich weiß nicht, ob man da so einen Gegensatz aufmachen kann. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen latent und manifest. Also latent manifest kennt man ja aus der Psychoanalyse, vor allem aus der Traumdeutung. Dass es quasi manifest sich äußernde Erscheinungsformen gibt und dem zugrunde liegende Gedanken. Und dieser strukturelle Antisemitismus wären vielleicht gerade diese latenten Gedanken, die nicht unbedingt immer bewusst sind,
aber einem bestimmten Agieren eben dann zugrunde liegen. Irgendwie beispielsweise Michel Friedmann anzugehen und zu sagen, Herr Friedmann, jetzt sagen Sie doch mal, was macht da Ihr Land, Israel? Ja? Also Michel Friedmann ist ein deutscher Staatsbürger. Und wenn der angegangen wird wegen der israelischen Staatspolitik, ist das schwierig. Also von daher würde ich eher sagen, dass es eine enge Verbindung gibt zwischen latentem Antisemitismus, der quasi so schwelt oder ja, sich so in bestimmten Denkinhalten zeigt, könnte aber auch schon manifest sein. Also da will ich jetzt keine, das ist das und das ist das, rausschälen, sondern eher sagen, dass mit latent gemeint ist, was für Gedanken liegen dem zugrunde. Und das wäre ja bei strukturellem Antisemitismus auch so, da geht es um die bestimmte Denkform und die bestimmten Denkinhalte. Weiß nicht, ob das jetzt so ganz zufriedenstellend deine Frage beantwortet, wahrscheinlich eher nicht, aber okay. In einem deiner ersten Sätze hast du gesagt, dass es mit dieser Veranstaltung unter anderem auch darum gehen soll, den Antisemitismus zu verstehen. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ich glaube ja, dass da sehr viele so irrationale Momente drin sind, die in dem Sinne nicht zu verstehen sind. Und die, was ja die Schlussfolgerung dann auch mit sich trägt, dass das eine ganz entschiedene, ganz entschieden auszukämpfen der Angelegenheit ist. Beziehungsweise ein Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt. Also für einen vernünftig denkenden Menschen zu verstehen, warum man eine Vernichtung der Vernichtung wegen betreibt, also nicht um Selbsterhaltung zu betreiben, stößt an Grenzen. Stößt an Grenzen für jede Vernunft. Also das ist auch das, was Auschwitz so spezifisch macht. Und gleichzeitig darf man sich aber auch, darf man nicht aufgeben, versuchen zu verstehen, was Antisemitismus ausmacht, nämlich, und deswegen war mir das auch so wichtig, auf diese wahnhafte Form des Denkens im Antisemitismus einzugehen, zu verstehen, was wahnhaftes Denken bedeutet als Form. Das hat nämlich mit Vernunft nicht mehr viel zu tun. Man kann es aber versuchen, mit Vernunft sich quasi dem Wahn zu nähern, ohne ihn in den Griff zu bekommen. Mehr ist nicht drin. Also diese Krux bleibt. Da wird man auch nicht rauskommen. Es gibt einen Moment, was offen bleibt. Und um das vielleicht nochmal stärker auf den Punkt zu bringen, das ist auch für mich der Grund, warum Auschwitz Zivilisationsbruch genannt wird. Denn der Mensch ist ein vernünftiges Wesen oder ist zumindest vernunftbegabt. Und das, was in Auschwitz passiert ist, geht über die Vernunft hinaus, beziehungsweise sprengt sie auf. Ja, weitere Fragen oder Anmerkungen? Ihr habt ja gesagt, man kann sich kritisch mit dem Staat Israel auseinandersetzen, ohne per se antisemitisch sein zu müssen. Wie weit kann man Israel kritisieren, ohne als Antisemit zu sein? Willst du jetzt ein Rezept? Man sich kritisch mit Israel auseinandersetzen kann, weil ich denke, gerade wenn man sich, also ein kritischer Mensch ist, sollte man sich mit einem kritisch auseinandersetzen und auch mit Israel denken. Und ja, wie weit man das kann, zum Beispiel, also wo wir jetzt über ja also, ich glaube, da gibt es kein Rezept dafür und das wäre auch irgendwie ein bisschen seltsam. Ich glaube, da muss man immer auch genau gucken von Fall zu Fall, was wird da von wem auch irgendwie geäußert. Das ist immer schwierig auch zu wissen, was sind die Gründe dahinter. Aber nichtsdestotrotz darf man natürlich Israel kritisieren für das, was der Staat, also das Militär eventuell tut in den besetzten Gebieten oder auch nicht tut. Und aber ich glaube, man muss immer auch den
den Gesamtkontext betrachten und kann also ich kann nicht einerseits Israel kritisieren, aber andererseits die Raketen der Hamas irgendwie über die nicht reden, das ist immer schwierig. Und ich glaube in Deutschland also ich würde mir wenig anmaßen, Israel für irgendwas zu kritisieren, aber natürlich ist nicht jeder Krieg, den Israel führt, auf jeden Fall gerechtfertigt. Also es wird vielleicht auch Kriege geben, die nicht nötig sind oder dass man natürlich versuchen muss, auch andere Lösungen als Krieg zu finden für die Konflikte. Aber dazu gehören halt auch immer beide Seiten. Das ist irgendwie schwierig. Und was du halt oft findest, ist, dass Leute nicht konkrete Ereignisse oder konkrete Militäraktionen wirklich da so unterschiedliche Aspekte auseinandernehmen. Also da bin ich auch sehr geneigt, irgendwie mich drüber zu unterhalten, ob das irgendwie schwierig ist oder problematisch. Und natürlich gibt es auch Militäraktionen der israelischen Armee, genauso wie Militäraktionen anderer nationaler Armeen, die problematisch sind, ja, und wo Fehler gemacht werden. Aber was du ja oft hörst, ist dann, das Land Israel hat. Oder ja, und das ist tatsächlich ein Problem. Oder wenn ich die Leute, die auch oft Kritik an Israel üben, waren da noch nie. Die haben sich eigentlich auch nicht mit den Verhältnissen in dem Land auseinandergesetzt. Das findet man ganz oft auch so in diesen Briefen und E-Mails an den Zentralrat der Juden und die israelische Botschaft. Das hatte diese Frau Professor Frisell erwähnt, dass ganz oft in diesen E-Mails steht, ich will da nie hinfahren und ich war da eigentlich noch nie und ich kenne auch keine Israelis, aber... Und das ist schwierig. Also wenn Leute so erfahrungsresistent sind und sich objektive Gegebenheiten oder Lebensrealitäten nicht angucken, dann ist das nicht nur in Bezug auf Antisemitismus ein Problem, sondern das ist allgemein ein Problem. Ja, also wenn, wie gesagt, ein Sexist irgendwie nicht anerkennt, dass es Frauen gibt, die durchaus klug und auch stark sind, dann ist der auch recht erfahrungsresistent. Wo ich dann wissen wollte, ob ich da antisemitisch bin, wenn ich das sage. Also, nein. Na, erstmal warten, was du sagst. Also mein Punkt ist nämlich, es gibt ja in der israelischen Regierung auch die Rechte, also die israelische Rechte. Und ich habe erfahren, dass es zum Beispiel arabischstämmigen Israelis, die es ja auch gibt, teilweise, die haben andere Rechte oder weniger Rechte als jüdische Israelis. Und dieses Faktum zu kritisieren sozusagen, dass in diesem Sachbestand, das ist... Das ist schwierig. Also das ist auf jeden Fall, das stimmt. Es geht ja auch Rassismus, der dann in dem Fall genau. Von israelischen Politikern ausgeht. Also wenn du dir die israelische Gesellschaft anguckst, da gibt es auch einen Rassismus. Den gibt es aber auch in Deutschland. Also die Leute, die putzen gehen, haben eher tendenziell eine dunkle Hautfarbe. Das ist in Deutschland so, das ist in Israel auch so. Leider. Und es ist in Israel genauso zu kritisieren, wie das in Deutschland zu kritisieren ist. Und du hast ja in Israel das Problem, es gibt keine schriftlich festgehaltene Verfassung. Die probieren das jetzt seit über 60 Jahren, eine Verfassung aufzustellen und scheitern eigentlich an der Grundfrage, ob Israel ein religiös-jüdischer Staat ist, ob es ein jüdischer, säkularer Staat ist und können das nicht entscheiden. Aber es gibt eben viele Gerichtsurteile, an denen man sich orientiert. Also das ist auch ein Problem in Israel, dass es da eben nicht immer Gleichheit gibt. Aber Israel ist ein demokratischer Staat, wie auch Deutschland ein demokratischer Staat ist. Und trotzdem gibt es hier Rassismus, wie es auch da Rassismus gibt. Und das ist zu kritisieren. Das ist mir egal, in welchem Land. Also wenn ich einen religiös geprägten Staat Israel ablehne als Linker, bin ich dann antisemitisch? Also wenn du mir das begründest, warum du die Religion... Und du mir sagst, warum du Religion blöde findest, ja, oder? Also dann... Ja. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, ist diese Israel-Kritik jetzt immer antisemitisch oder nicht? Also es gab ja in Bremen diese Boykottaktion vor dem Supermarkt, wo dazu aufgerufen wurde, keine israelischen Waren zu kaufen und da würde Blut dran kleben. Ja, nee, gab's dann auch sehr viel Debatte drum und da wurde dann auch, es waren Deutsche, die da vor diesem Laden gestanden haben mit den Pappschildern und es sah einfach aus wie Kauf nicht beim Juden, also wenn du dir die Bilder ansiehst mit ihren Pappschildern. Und aber dann wurde immer, was weiß ich, in den ganzen Blogs wurde dann immer auf eine innerjüdische Debatte verwiesen,
wo ich natürlich sage, natürlich gibt es eine innerjüdische Debatte zu den Boykottsachen oder wie man zur Besatzung steht. Und da kann ich mich auch nicht hinstellen und sagen, so, nein, ihr dürft jetzt nicht drüber diskutieren. Aber es ist irgendwie billig, sich als Deutscher immer darauf zu berufen und sich das praktisch auch eigentlich immer nur vorzuschieben. Und da wird immer sehr schnell nach einer Entlastung auch gesucht. Also dieses, darf ich das jetzt kritisieren oder nicht, das ist also... Helfen dann vielleicht die 4Ds ganz gut weiter, um auch Kritik am Staat Israel zu bewerten? Genau, also die kann man sich da auch immer gut herannehmen. Was ist der Kontext? Oder woher kommt aus Deutschland raus dieses große Bedürfnis, Israel kritisieren zu dürfen und zu kritisieren? Also, ne? Und wenn man sagt, es gibt einen starken Antisemitismus und davon so antisemitische Tendenzen, also den Kontext, in dem ich Kritik äußere, finde ich, muss man mit der deutschen Geschichte immer mitdenken. Und anhand des Bremer Beispiels kann man das auch gut nachvollziehen. Also das waren Leute, die aus dem Friedensforum kamen oder aus der Initiative gegen den Krieg. Die interessieren sich für keine anderen Kriege in der Welt, ja, und für keine anderen Prozesse, wo irgendwie Konflikte am Start sind, aber für den Nahostkonflikt. Und da muss man sich tatsächlich fragen, wie ernst ist es denen mit ihrem Friedensforum oder auch mit ihrem Kriegsforum, wie viel Empathie für das Leid anderer Menschen haben diese Leute tatsächlich? Und die Frage muss man ernsthaft stellen. Das kommt ja auch immer dazu, also es wird ja immer so getan, als wäre es auch ein Riesentabu, da, was da gebrochen wird. Also es ist ja irgendwie, sie trauen sich da rauszugehen, sich vor diesen Supermarkt zu stellen. Oder das habe ich auch in anderen Debatten, wo dann gesagt wird, so, darf ich das denn gar nicht so? Ich denke, natürlich darfst du, also... Es wird immer so getan, als würde das irgendwer... zensieren, diese Kritik. Also es ist ja, kommt, also es schwingt ja auch mal so ein bisschen mit. Und es ist auch eine Strategie, sich eben so als Opfer zu stilisieren, dass man das nicht dürfte, um sich eine Legitimität zu verschaffen. Weiß nicht, wenn es noch weitere Fragen gibt, ihr könnt ja auch, wenn ihr euch jetzt nicht traut, vor allen zu sprechen, uns nachher nochmal ansprechen. Wir gehen wohl auch noch was trinken. Dann könnt ihr das auch machen. Vielleicht kann man nochmal gerade darauf hinweisen, dass es in deutscher Sprache eine israelische Internetseite gibt, die, finde ich jedenfalls, glaube ich, genau und vielfältig israelische Debatten widerspiegelt. Das ist hagalide.com. Wie heißt die? hagalide.com. Da findet man auch viele Texte, auf denen wir uns hier in dem Vortrag bezogen haben, also zum Beispiel auch diesen Nationalsozialismus und Antisemitismus von Moishe Poston. Stellen wir auch auf den Blog als Link. Ja. Ja, dann mach mal. Das war die Personalität, wenn ich zwar der Typ, der verliebt so viele Leute darüber selbst, oder das nicht gut findet, hat er die ganze Welt von Geschenken oder selber gesorgt. Für ein Thema vorhin, für diesen Kram mit dem Geld. Und wenn man das nicht finisieren kann, also das war ein so eine Klasse, das hat doch nichts damit zu tun, dass auf den Leib liegt, das ist also ein Schwachsinn. Also ich hätte gern so viel Geld wie der. Da könnte ich tolle Sachen mitmachen. Es geht ja genau darum, nicht um einzelne Personen, sondern um die Struktur und dass einzelne als Team verdienen können, andere wenig. Das brauchen wir ja keinen Gedanken mehr zu versprechen, weil irgendwie, aber das ist systemimmanent. Also wenn er das nicht verdienen wird... Trotzdem ist systemimmanent, machen wir trotzdem einzelne Beispiele rauszuholen. Und dass ich sage, ich bin so ein Leitfummel oder was. Es geht auch darum nicht. Willst du darauf eingehen? Ja, ich will darauf eingehen. Also ich finde das richtig, was er sagt. Und ich finde es auch wirklich okay, dass man anfängt, an der Zirkulationsebene auch zu auszuüben, ohne dabei jetzt die Gefahr zu laufen, auf der größte Kapitalismuskritik in Land einzugehen. Das ist auch dargestellt.
Ich fände es einfach angenehm, wenn in diesem Bereich, wenn überhaupt hier diskutiert wird, also nicht von dir, sondern allgemein in diesem Kontext diskutiert wird, eine gewisse, sagen wir mal, um es mal konkret an einem Beispiel zu äußern, ihr habt jetzt sozusagen denjenigen, die eine Kritik an Israel äußern, als Beispiel jetzt gebracht, der Krieg sozusagen im Nahen Osten. Auf der anderen Seite frage ich mich schon, auf der anderen Seite, wenn jetzt die Antideutschen, die sogenannten, kritisieren, dann sich genau diesen gleichen Konflikt auch damit ziehen und ich mich dann irgendwo dann in dieser Rolle irgendwie sehe, warum ist es nicht möglich, da eine Kritik zu äußern, ohne gleich dann immer so ein, ja, also das Hast du unserem Vortrag zugehört? Nein. Das ist ein Problem. Also wir haben ja nicht generell gesagt, dass man Israel nicht kritisieren kann, ja, oder darf. Also ich weiß es nicht so richtig, was dein Punkt ist. Also ich wollte dazu sagen, ich finde es schwierig, wenn jetzt dogmatisch auf ihn jetzt eingehen, weil das war ja sozusagen das, was ich jetzt gemeldet habe. Wenn er eine Kritik am Geld äußert und das jetzt sozusagen zugleich dogmatisch zurückgewiesen wird, finde ich das verkürzt. Es muss auch möglich sein, das zu kritisieren. Weil alles andere, es muss möglich sein, das auch zu kritisieren, ohne dabei jetzt in Gefahr zu laufen, eine verkürzte Kapitalismuskritik. Das kannst du sogar auch gerne tun, aber eigentlich ist es falsch. Also, ich gebe dir jetzt das Recht, nur weil du jetzt sagst, du hättest Marx in der Marx auch gelesen, sozusagen diese Schlussfolgerung zu stellen, dass jetzt diese Kritik an der Zirkulationsebene, dass die komplett irgendwie ausgeklammert werden soll. Wo steht das in euren Dogmen irgendwie drin? Sorry. Welche Dogmen? Okay, ich habe jetzt eine Redeliste gemacht, wir fangen mal dort drüben an. Also das ist ja darauf gekommen, als irgendwie die Frage, was für ein Denken steckt dahinter, wenn man und mit dem Reich der Einzelner in der Zirkulation und oder auch mit dem Handel der Zirkulation eine Krise erklärt. So, wenn man nun das Ergebnis einer Erklärung hat, die von vorne mit nicht erklärt, dann sollte sich das der Vernunft verbieten. Und die Erklärung einer Krise war, also eine Krise ist allgemeiner Zahlungsmangel. Das war ganz offensichtlich. Alle hatten kein Geld. Die Staaten mussten sich die klügste Idee anschaffen, dass sie sagen können, dass das Geld immer noch wert ist, deswegen die ganzen Rettungspläne und so weiter. Das heißt, es herrscht allgemeiner Zahlungsmangel. Wichtig ist hier allgemein. Wenn jetzt irgendjemand so viele Unmengen Geld hat, wie ganz Afrika, was er da sagt, wenn er so viel Menschen ohne allgemeinen Zahlungsmangel zu haben, dann gäbe es keine Krise, dann gäbe es nur eine ungleiche Reichtumsverteilung, die es sowieso gibt. Das heißt, dieses viele Geld haben kann auf keinen Fall die Erklärung für alle haben zu wenig sein, um den Betrieb am Laufen zu halten. Das ist eine ganz logische Überlegung, wofür ich kein Geheimnis kennen muss und so weiter, sondern ich muss nur gucken, was passiert da, wer hat wem wann einen Verlust unter welchen Bedingungen und wenn irgendetwas, ein Ereignis eintritt, wo das alles nicht greift, dann kann ich das nicht durch das Handeln dieser Einzelnen erklären. Ganz viele Meldungen. Wir haben eine Redeliste. Entschuldigung. Das ist doch, du hast es dann zu einer moralischen Frage, ob jemand ein Geld haben soll. Nee, das habe ich aber nicht so gemeint. Ich habe nichts gegen den Typen, der hat keinen Volk cool, würde ich gerne mal auf die Jagd einladen. Entschuldige. Das ist aber die Kritik. Nicht verboten, sondern es ist einfach sinnlos. Das kann keine Erklärung sein. Okay, wir gehen mal weiter in der Redeliste. Du, im weißen T-Shirt. Ja. Ich würde gerne den Kritik aussprechen und sagen, falsch. Also es ist einfach falsch, die Kritik über Festzumachung und Zirkulationsebene. Und es ist völlig am Thema vorbei, völlig an der Kritik des Kapitalismus vorbei. Also er fasst es nicht als Ganzen, deswegen habe ich auch dieses Beispiel gebracht von dem Produktionsbetrieb, der sehr wohl immer auch mit der Finanzsphäre verknüpft ist und sich da gar nicht rausnehmen kann, um zu zeigen, dass man das nicht so aufspalten kann, weil da alle drin hängen. Und immer wenn du anfängst von einem bösen Kapitalismus zu reden, dann gibt es auch immer den Part, der gut ist da drin. Also selbst wenn du die Börse zumachst, der Kapitalismus existiert weiter
und auch Ausbeutung und Unterdrückung, das ändert überhaupt nichts. Was ist denn die Anmerkung, dass verkürzt vielleicht der falsche Ausdruck, sondern falsch der richtige Ausdruck ist? Ist das richtig? Ja, also ich würde da gar nichts, habe da jetzt gar nichts einzuwenden. Das ist tatsächlich irgendwie eine, in meinen Augen, falsche Analyse, die eben verkürzt darauf. Dann sehr gerne auf den Du bist leider immer noch nicht dran. So. Es geht darum aufzuzeigen, warum eine Kritik an der Zirkulationsebene und eine alleinige Kritik an der Zirkulationsebene und nicht an Gesamtkapitalismus, also auch Produktion geht, warum die auf einen Irrweg führt. Und ich selber habe in meiner Bildung sich auch schon anders gedacht. Ich habe früher auch gedacht, die böse Wand, warum bestimmt die Okay, wir gehen jetzt mal in der Rednerinnenliste. Ja. Okay, du bist jetzt dran. Ja, du. Ich habe vorhin deinen Punkt nicht genau verstanden. Deswegen kann ich jetzt wenig auf diesen Menschen eingehen, von dem du erzählt hast. Ich finde es zum Zweiten durchaus legitim, dass er antworten darf, wenn persönlich seine Meinung aufgegriffen und eingegriffen wird. Und zum Dritten habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass hier struktureller Antisemitismus und Kapitalismus immanent argumentieren miteinander vermittelt. Also wenn, wie willst du denn Kapitalismus exmanent argumentieren, wenn du in dieser Gesellschaft lebst? Irgendjemand hat vorhin gesagt, das ist ja falsch, wenn irgendwas reformiert wird vom Kapitalismus. Und da wir gerade eine Diskussion hatten, anfänglich, über strukturellen Antisemitismus, finde ich das ein bisschen problematisch. Deswegen war ich vorhin auch schon mal eine Frage, wie kann man strukturellen Antisemitismus abgrenzen? Und habe nach diesen 4Ds gesagt. Und du hattest mir geantwortet mit dem Verweis auf die Finanzkrise, auf Heinrich oder Müller, wie heißt er? Michael Heinrich. Michael Heinrich. Auch das finde ich problematisch. Ich habe dir übrigens damit geantwortet, dass ich gesagt habe, dass Marx einen wesentlichen Unterschied macht, nämlich zwischen wie die Dinge erscheinen und wie sie im Wesen sind. Und dass das eine Form von Derealisation ist, das zu erkennen oder nicht zu erkennen. Und wenn man das nicht erkennt, führt es in Probleme. Geht mit? Also ja, natürlich. Aber das ist, um das jetzt nochmal mit, ich glaube, wenn ich dich da richtig verstanden habe, ging es dir hauptsächlich darum, die Frage, Menschen zu kritisieren als Ursprung der Krise, wenn sie viel Geld haben. Nein, ich habe es immer selbst gesagt, dass es halt scheiße ist, dass es nicht ganz freundlich ist, dass das so möglich ist, dass wir alles überhaupt nicht wissen, diese sich spielen halt letztendlich. Und das hat ihm selber leid getan eigentlich. So, und weil er auch so viel Geld abspannt. Und dass er natürlich die ganze Wirtschaft aus der Bahn schmeißt, ist für ihn peinlich. So, aber das System erlaubt das eigentlich. Und dafür ist halt kein Mensch, also der Erfinder davon ist der nicht mal die, wo das ausführen hat. Keine Ahnung, wer das erfunden hat. Okay, war das deine Frage? Nein, mein Punkt war, dass es möglich sein muss, zu gucken, was passiert jeweils genau. Also damit die Realisierung durchaus als ein Mittel, oder diese 4Ds mittlerweile auch als ein Mittel ansehen, im strukturellen Antisemitismus von einem Versuch zu verstehen, abzugrenzen von einem Versuch zu verstehen, was passiert ja eigentlich gerade bei Finanzkrisen im Kapitalismus. Und um diese 4Ds als Abgrenzungsmittel anwenden zu können, muss man nicht die marxische Krisentheorie erstens gelesen haben oder zweitens sogar akzeptieren.
Da kennt man beispielsweise auch Kapitalismus immanent sagen, okay, wäre beispielsweise so eine Krise nicht durch andere Politiken verhindert worden, ohne damit, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da diese Ebenen miteinander vermischt wurden. Und, ja. Also ich, das ist eine Frage, die eine längere Antwort und wahrscheinlich auch eine quasi eine theoretische Entfaltung, wie wir Kapitalismus sehen, verlangen würde. Das ist heute nicht mein Vortragsthema und das würde den Rahmen hier auch sprengen, dass wir uns da verständigen, wo da unsere Differenzen liegen, wie wir Kapitalismus verstehen und wo wir mit unserer Kritik ansetzen. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich ein Knackpunkt, ob man da eine bestimmte oder eine andere Lesart von Marx'scher Kapitalismuskritik hat oder nicht. Aber das, glaube ich, ist jetzt hier schwierig zu leisten, weil das wirklich nur verknappt dann stattfinden kann. Und das wollte ich nicht. Ich habe jetzt noch zwei Leute oder... Es ist aber sehr eng miteinander verschaltet. Ich habe noch zwei Leute auf der Redeliste. Ich, wenn jemand anders mehr möchte, würde ich die danach auch schließen. Jetzt. Okay, dann bist, glaube ich, du dran. Also ich kann mich da nicht auf das unmittelbar vorhergehende eingehen, weil ich gerade am Anfang etwas Probleme hatte zu folgen. Allerdings habe ich auch gemeint zu erkennen, dass wir über zwei verschiedene Dinge diskutiert haben. Nämlich einerseits diese allgemeine, allumfassende Kapitalismuskritik versus Kritik an der Konzerne oder so nach dem Motto, das gibt das Geld oder so. Und da würde ich zustimmen, andererseits, glaube ich, da war die Diskussion auch, wenn jetzt personalisiert üben darf. Und da, ich finde, man sich da in so eine Rechtfertigungsposition zu drängen fühlt, was ich nachvollziehen kann, was aber nicht möglich wäre, weil wir diskutieren ja allgemein und niemand muss sich für seine Meinung rechtfertigen müssen oder ihre. Allerdings ging es ja darum, Elemente des Antisemitismus erläutert zu bekommen und die auch zu entdecken. Und da es eines davon ist, irgendwie abstrakte und personalisierte Kapitalismuskritik zumindest zu vermischen, finde ich es wichtig, darüber zu diskutieren. Und dennoch heißt es natürlich nicht, dass man nicht Kritik an einzelnen Personen. Ich kann ja auch beispielsweise Kritik üben an meinem Gegenüber, zum Beispiel in der Diskussion. Und das ist natürlich nicht tabu, dennoch in bestimmten Kontexten muss es zumindest erlaubt sein. Und da wollte ich auf das ganz vorher, also den Anfang der Diskussion nochmal zurückkommen, muss es zumindest erlaubt sein, darauf hinzuweisen, dass hier ein Hinweis auf Antisemitismus vorliegt. Das heißt nicht, dass unbedingt die betreffende Person antisemitisch denkt, aber sie muss sich zumindest dann hinterfragen lassen und auch selbst hinterfragen. So würde ich das sehen. Das heißt nicht, dass es ein Totschlagargument ist, gegen alles zu sagen, das könnte antisemitisch sein. Aber ja, damit Ende. Ich will nochmal auf den ersten Punkt eingehen, was du gesagt hast, dass du nämlich gesagt hast, niemand muss sich für seine Meinung rechtfertigen. Das finde ich falsch. Und zwar aus dem Grund, dass ich das, was ich von mir gebe, vernünftig begründen muss. Ich muss das reflektieren, was ich sage und was ich tue. Ich habe dafür eine Verantwortung. Und deswegen lasse ich mich selber mit so einem, niemand muss sich für seine Meinung rechtfertigen, nicht abspeisen. Also ich bin genauso aufgefordert, hier vernünftig zu begründen, was ich euch über Antisemitismus und Antisemitismuskritik erzählt habe, wie das alle anderen auch sind mit ihren Argumenten, ja, oder? Du hast es so ein bisschen zurückgenommen. Man muss es nicht persönlich nehmen, aber wenn man sich Sachen falsch denkt, dann muss das so auch benannt werden. Ja, das stimmt völlig zu. Nochmal jetzt zustimmen zum Letzteren, aber ich glaube, du hast bei dem Teil davor ein bisschen tatsächlich mit dem Immanent oder allgemeine Kapitalkritik oder sowas ein bisschen rausgezogen, weil ich glaube, da ist ein sozusagen Problem drin, was du gesagt hast. Auf der einen Seite gesagt, das könnte man ganz immanent machen. Ich glaube, das stimmt, das erkennen des Antisemitismus.
und das Kritisieren der Zirkulationserklärung. Hast du nicht gesagt? Dann habe ich das falsch verstanden. Du hast dann gesagt, es gibt auch eine andere Politik. Nein, was ich versucht habe, ist zu sagen, dass die Ursache oder Positionen, die Ursache von Krisen, da kann man einfach sehen, was zum Beispiel die Reformen des Kapitalismus beheben kann, nicht dass sie strukturell antisemitisch sind. Und diese Sachen kann ich dann nicht sagen. Also ich sagst du doch, es gibt tatsächlich eine innerkapitalistische, also eine Erklärung, die innerhalb des Kapitalismus verbleibt für die Krise. Und das, glaube ich, ist tatsächlich falsch. Und das ist der ganze Gag darum, warum der Antisemitismus antikapitalistisch ist. Es gibt tatsächlich kein anderes staatliches Handeln gegen diesen objektiven Entwertungsprozess. Und deswegen ist die Rettung des Kapitalismus sozusagen eine regressive, die auf einen Zustand zurückführt, in dem nur noch die Gewalt des Kapitals zählt. Zustand und nicht mehr eine immanent politische und so weiter. Das erkennen, dafür muss man allerdings tatsächlich ganz immanent bleiben. Also sehr viel immanenter als jeder, wie der Heinrich es jemals tun wird. Man muss sich tatsächlich angucken, was betreiben die da in ihrem alltäglichen Geschäft untereinander und warum kommen die, also die Kapitalisten an der Börse und so weiter, also mit einzelnen Personen, warum kommen die nicht mehr dazu, wenigstens zu begreifen, was sie tun? Warum vollziehen die die Derealisierung? Warum machen die sich total irre Vorstellungen dafür, darum, wie es um ihre Firmen steht? Vielleicht kann man dazu ja hier dann ein Intro im September oder Oktober anbieten. Das scheint ja so sehr auf Interesse zu stoßen, um das vielleicht mal abzuschließen. Weil das sonst sehr ausufernde Erklärungen werden, weil sich Kapitalismus nicht in drei Sätzen abhandeln lässt. Es gibt auch da vorne gleich noch was zu trinken und vielleicht gibt es dann noch die Möglichkeit zum Gespräch gleich auch noch hier im Anschluss. Und dann auf jeden Fall. Dann habt vielen Dank und guten Nachhauseweg. Ja, wir sehen uns hier und hier. Wir hörten soeben den Teil Nummer 3, der gemeinsam von den Gruppen A-Quadrat und Kritikmaximierung sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg organisierten Intros-Reihe, in der die Assoziatione delle Talpe aus Bremen zur Kritik des Antisemitismus am 10. Mai referierte und im Anschluss noch mit dem Publikum diskutierte. Diese monatliche Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen wird bis Juli an jedem zweiten Dienstag im Monat fortgesetzt. Das nächste Mal morgen am Dienstag, dem 14. Juni, mit einem Abend zur Religionskritik. Im Juli folgt dann der vorerst letzte Teil mit einem Vortrag zur Kritik des Staates. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Weitere Informationen zur Intros-Reihe finden sich im Internet unter intros.blogsport.eu. Diese Sendung ist bereits oder wird in Kürze als Podcast über das Audioportal freie-radios.net und über die Website des Freien Senderkombinats fsk-ah.org zu finden sein. Eine Sendung der Redaktion 3 des Freien Senderkombinats zu erreichen per Mail an redaktion3@fsk-ah.org oder telefonisch über das FSK-Büro unter der Nummer 040 43 24.